So, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch alle miteinander. Freut mich, dass so viele schon da sind. Werden vielleicht im Laufe der nächsten anderthalb oder zwei Stunden noch ein paar dazukommen. Wir vom Zukunft-Camp-Modell-Team haben ja eingeladen, weil wir einen sehr interessanten Referenten auch gewinnen konnten zu einem noch interessanteren, gerade in der aktuellen Zeit wirklich sehr wichtigen Thema, wo es um Energieautarkie geht oder einfach um sehr gute Lösungen. Und von daher darf ich jetzt schon mal den Harald Reichel von der Plasmatech-Forschungsinstitut begrüßen. Du kommst auch gleich zu Wort. Und aber erstmal zwei weitere von unserem Team kurz stellen. Und ich denke, die meisten kommen ja auch aus dieser Gruppe von Zukunft Jetzt Modell Camp. Aber für diejenigen, die von extern unserer Einladung gefolgt sind, einfach ein, zwei Sätze dazu. Dann übergebe ich mal das Wort, weil das Mikro schon angeschalten hat, an den Lukas Bucher. Lukas, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Also ich bin der Lukas. Ich bin auch Teil des Leitungsteams für das Zukunftscamp. Und das Thema dort ist ja Nachhaltigkeit im ökologischen und finanziellen Sinn und auch Potenzialentfaltung. Und insofern passt der Vortrag heute Abend da super rein. Ich bin auch großer Photovoltaik-Fan und habe schon seit 8 Jahren oder so eine Photovoltaikanlage und habe sie jetzt noch erweitert und bin sehr gespannt auf den super Ansatz, finde ich, mit gebrauchten Komponenten und refreshten Sachen zu arbeiten. Den kenne ich nämlich nicht. Und das ist natürlich eine super Idee. Bin sehr gespannt. Vielen Dank. Danke, Lukas. Ja, danke, Lukas. Dann gehe ich weiter an die Alexandra, die heute unter einem anderen Namen hier ist. Grüß dich, Alexandra vom Team. Ja, genau. Hallihallo, Alexandra hier. Ich bin auch Teil des Teams und ja, freue mich, dass das Thema Energie und Autarkie in Verbindung jetzt auch Raum auf unserem Camp gefunden hat. Und ja, freue mich auf einen spannenden Abend mit vielen interessanten Informationen. Ja, ja, danke. Danke schön. Ja, also bei der Aufnahme, die wir dann auch auf YouTube einstellen werden, nicht gesehen werden möchte, der schaltet sein Video jetzt einfach aus. Ich wollte euch auch bitten, was die meisten auch schon dankenswerterweise gemacht habt, dass wenn ihr nicht sprecht, dass ihr euer Audio ausschaltet. Manchmal sind dann doch irgendwelche Geräusche im Hintergrund, die stören könnten. Ich kann es zwar hier auch alles, ich könnte es auch ausschalten, weil ich heute die Co-Moderation habe. Und wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, stellt sie einfach in den Chat rein. Wir werden die dann sammeln. Und dann, wenn der Harald seinen Vortrag hinter sich hat, können wir dann die Fragen stellen. Also ihr könnt die Fragen dann auch selber stellen oder ich werde sie dann auch ein bisschen zusammenfassen. Ja, dann darf ich jetzt an dich, Harald, übergeben. Wir kennen uns ja schon, glaube ich, auch seit ein paar Jahren, haben schon intensive Gespräche zu ganz unterschiedlichen Themen gehabt, die vielleicht nicht für jeden so bekannt und geläufig sind. Eben auch das Thema Energietechnologie. Du hast dich ja viel auch mit dieser Cache-Technologie auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, ja, ich kenne keinen Menschen, der so viel, also persönlich, ja, es gibt wahrscheinlich andere auch, aber der sich persönlich so viel mit Energietechnologiefragen auseinandergesetzt hat wie du und der auch nicht nur Ideen hat, sondern der auch viel getestet hat und auch schon viel umgesetzt hat, was ich auch teilweise persönlich bei dir schon sehen konnte. Und von daher finde ich das auch toll, dass du jetzt mit dem Institut dein Wissen und auch die Technologien anderen Menschen zur Verfügung stellst. Und ich glaube, gerade wenn wir an das Thema Potenzialentfaltung denken, ist ja auch immer die Frage, was motiviert mich denn etwas zu tun? Wo ist mein Potenzial? Und jetzt frage ich dich, lieber Harald, und übergebe dann das Wort an dich. Was war denn für dich überhaupt der Grund, der Beweggrund, dich so mit dieser Thematik der Energietechnologie auseinanderzusetzen? Ja, lieber Markus, erst einmal vielen Dank für die Einladung, dass wir heute in dieser internationalen, schönen kleinen Runde ein paar Themen besprechen, die sicherlich interessant sind. Ich sitze hier in Kärnten und habe heute leider eine relativ instabile Internetverbindung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Deshalb habe ich auch
dem Joachim, der auch da ist, auch dem Co-Host übergeben, falls ich rausfliege, damit ihr überleiten könnt, bis ich wieder reinkomme. Gell? Das ist manchmal leider der Fall, aber es wird im Hintergrund aufgezeichnet. Ja? Und ja, du warst mich ja letztes Jahr wieder besuchen mit deinem Campingwagen und da haben wir auch ein paar Dinge besprochen. Du hast auch meine Anlage gesehen, die mittlerweile auch wieder größer geworden ist. Also ich arbeite auch ständig an meiner eigenen Anlage weiter, damit die Autarkiequote immer größer wird, weil wenn man ein großes Haus hat und elektrisch fährt, elektrisch heizt und so weiter, kommt dort auch eine relativ große Energiemenge zusammen und diese dann abzubilden, dass man dann genug Speicherkapazität hat und natürlich auch genug Photovoltaik-Energie zur Verfügung hat, ist übers Jahr gerechnet, gerade in den Wintermonaten, nicht so einfach. Ja? Und da hast du ja schon angesprochen, wir arbeiten auch an Alternativen, über die ich heute nicht sprechen möchte. Da kann man dann persönlich vielleicht das eine und das andere sehen. Auf jeden Fall, weil du mich gefragt hast, ich beschäftige mich mit dem Thema Energie schon seit 2010 intensiv. Das sind doch schon 12 Jahre jetzt. Habe auch eine Photovoltaikfirma vor 10 Jahren einmal gegründet. Habe dann auch festgestellt, dass es eben alternative Energien schon vor vielen Jahrhunderten oder Jahrzehnten gab, wie zum Beispiel Nikola Tesla und so weiter, der mich auch sehr fasziniert hat und den in Bann gezogen hat. Ich habe da mit meinem Team dann viele, viele tausende Stunden geforscht an diesen Technologien, bin dann auch, so wie du es erwähnt hast, 2015 auf den Dr. M.T. Cashe gestoßen. Habe ihn auch persönlich getroffen in Rom und war ich mit einer Delegation in Dubai auf einer Konferenz und habe seither bei ihm auch ein Plasmaphysikstudium gemacht, Autodidakt, ja, und habe da wirklich unglaubliche Dinge gesehen, erlebt und mit meinem Team auch im Hintergrund natürlich in tausenden Stunden das ausprobiert und Versuche gemacht, getestet, geforscht. Und so ist es eigentlich dann von den Firmen, die ich gegründet habe, zu einem Forschungsinstitut gekommen, sodass wir andere Möglichkeiten auch haben, auf breiter Fläche auch das weiterzugeben, das Wissen über Workshops. Du hast dich ja auch angemeldet zu einem unserer Workshops im Juni, glaube ich. Wir sind ja bis dorthin sehr gut gebucht. Und da gibt es natürlich jetzt ein enormes Interesse aufgrund der steigenden Strompreise. Also in Österreich explodieren gerade die Energiepreise. Also Strom hat sich extrem verteuert, aber auch natürlich der Treibstoff, was ja auch zur Energie gehört, Heizung und so weiter. Und ich denke, das ist in anderen Ländern auch nicht anders. Das passiert gerade in ganz Europa oder sogar weltweit. Ja. Ja. Soll ich dann gleich in die Thematik einsteigen, lieber Markus, oder möchtest du da noch was? Genau, das ist okay. Dann fängst du mal an und ich denke, du hast ja, ich habe ja von dir auch schon Vorträge gesehen, eine entsprechend schöne, anschauliche Präsentation vorbereitet. Ja, natürlich. Ja. Ich muss jetzt schauen, dass ich das Ganze starten kann. Wie gesagt, die Internetverbindung ist momentan etwas instabil. Ich hoffe, du kannst mich hören. Kannst du mich noch hören? Ja, passt. Gut. Dann werde ich da meinen Bildschirm teilen. So. Diesen schönen Regenbogen habe ich vor 2 Jahren bei uns hier am Klopainer See persönlich aufgenommen. Ich glaube, du kennst den Klopainer See, der ist ganz in meiner Nähe, ist der wärmste See in Österreich. Dieser schöne Regenbogen hat sich da gezeigt. Da haben alle Fotos dann gemacht. Man sieht das sehr selten. Und das nehme ich als Symbol für Verbindung von übergreifenden Regionen, von Menschen, die miteinander arbeiten und so weiter. Und in unserem gemeinnützigen Institut verbinden wir eben viele verschiedene tolle Talente, Menschen, die das Ziel haben, etwas unabhängiger zu werden. Und wie es auch der Lukas schon gesagt hat, wir versuchen Dinge, die bereits benutzt wurden, die vielleicht schon sogar
im Sondermüll gelandet sind, also Cradle to Cradle wieder aufzubereiten, insbesondere die Batterien und Akkus, was ja ein Riesenthema ist, weil ich ja seit 2014 auch elektrisch ausschließlich unterwegs bin, 450.000 Kilometer hinter mir gelassen habe, elektrischerweise von Kopenhagen bis, ja, bis Saint-Tropez, Bosnien, Italien, also ich Spanien, ich war da überall elektrisch schon unterwegs. Und natürlich war es dann so, dass ich immer wieder gehört habe, ja, das elektrische Fahren ist halt belastet durch die Batterien, durch das Lithium, durch die armen Kinder in Afrika und so weiter. Und das hat mich auch motiviert, dass man da Lösungen sucht. Und wer halt sucht, der wird früher oder später finden. Und es ist uns gelungen, da wirklich tolle Lösungen zu bringen, die dann für jeden, der einen Haushalt hat, sehr, sehr interessant sein können. Ja. Und ich habe viele, viele Vorträge schon gemacht in meinem Leben und habe Anfang des Jahres, im Februar, eine Tour in der Schweiz auch gemacht. Da waren ganz viele tolle Menschen da und da habe ich einen der größten, wie soll man sagen, Verschwörungssachverständigen der Schweiz getroffen, Erik von Däniken, der mittlerweile 87 Jahre alt ist und immer noch auf der Bühne steht, Vorträge hält. Habe mir einen Vortrag wieder von ihm angehört. Seine Bücher habe ich schon vor vielen Jahren gelesen. Und ja, auch er hat sich für unsere Themen auch interessiert und ich habe auch ein Interview mit ihm gemacht. Das werde ich demnächst einmal auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Ja. Auch in Österreich bin ich sehr stark auf Vortragstour unterwegs und da gibt es auch einen sehr bekannten Österreicher, das ist der Herr Oberst Pausch Gottfried, der geopolitische Vorträge hält, auch ein Buch geschrieben hat zum Thema Blackout und wirklich in seinen tollen Vorträgen aufzeigt, wie geopolitisch da die Zusammenhänge jetzt funktionieren und warum es auch möglich ist oder sogar wahrscheinlich ist, dass es zu einem Szenario kommen kann, wo vielleicht Europa massiv durch Blackouts bedroht ist. Ja? Und diese Thematik haben viele Leute aufgegriffen. Also nicht nur, dass die steigenden Preise sind, sondern falls es wirklich zu längeren Stromausfällen kommt, was kann man tun? Wie kann man sich vorbereiten? Ja? Und diese Szenarien werden ja aktuell wirklich in den Medien fast ja, täglich beworben, könnte man sagen. Also man hört wirklich jeden Tag in den Medien, bei uns zumindest in Österreich, dass man sich vorbereiten soll auf einen Blackout. Und also ein Blackout ist dann gemeint, dass es natürlich nicht jetzt 3 Stunden Stromausfall ist, sondern wirklich Tage, Wochen oder vielleicht sogar Monate dauern könnte, gell? Was natürlich katastrophale Folgen hätte. Ich möchte aber da nicht zu tief in die Materie einsteigen. Da gibt es ja genug Videos dazu und Bücher und alles Mögliche, was dann passieren kann. Und unsere Mitglieder haben sich auf diese Szenarien wirklich gut vorbereitet. Man kann sich mit einfachen Mitteln sehr gut vorbereiten. Und wir hatten tatsächlich also auch in Kärnten im Januar, und zwar an der Südgrenze zu Italien, von Velten bis Hermagor, einen Stromausfall von 55 Stunden. Ja. Es hat auch Mitglieder betroffen, die bei uns gerade einen Speicher bauen. Einer davon hat zum Beispiel eine riesige Photovoltaikanlage am Dach mit, glaube 35.000 Watt. Die Sonne schien, Strom war weg und er konnte dann nicht mal einen Kaffee kochen beziehungsweise sein Handy laden, weil natürlich eine Photovoltaikanlage, wie sie traditionellerweise in Deutschland und in Österreich zu Tausenden, Zehntausenden verbaut wurden, keine Insel aufbauen können. Also keine hybriden Wechselrichter haben, keine Speicher dahinter haben, wo man dann eine Inselanlage hat und somit dann in einem Stromausfall trotzdem, obwohl man so viel Power am Dach potenziell hätte, dann im Finstern sitzt, buchstäblich. Ja. Und das wissen viele gar nicht. Und da zeigen wir eben Lösungen auf. Wir haben uns darauf spezialisiert, dass wir Vorsorge betreiben, dass die wichtigsten Dinge eben weiterlaufen, wie zum Beispiel Beleuchtung, ja, Heizungspumpen, also insbesondere zum Beispiel diese Umwälzpumpen. Ich habe in meinem Haus 7 solcher kleine Umwälzpumpen, die dann die Wärme abtransportieren und egal wie man heizt, auch wenn man mit Öl oder Holz heizt oder so, wenn die Wärme nicht abtransportiert wird, funktioniert die Heizung
nicht oder nicht sehr lange, ja, sondern nur ganz kurz. Und dann wird sie deaktiviert, weil die Hitze sonst die Heizung kaputt machen würde. Und das heißt, egal wie man heizt, fast jede Heizung braucht auch irgendwo Strom. Jetzt kommt ja wieder die wärmere Phase, obwohl es in der Nacht noch immer kalt ist bei uns jetzt im April. Aber das Heizthema ist im Mai vielleicht nicht mehr so wichtig, aber dann ist es umso wichtiger, dass der Gefrierschrank, gefriertrohe Lebensmittelvorräte, die man ja anlegen sollte, dann auch weiter frisch bleiben und nicht auftauen und die man dann irgendwann vielleicht wegschmeißen muss, weil die Kühlkette unterbrochen wurde. Und da braucht man nicht so viel, aber es ist trotzdem wichtig, dass man wenigstens grundlegend ein bisschen Energie zur Verfügung hat. Dann, was auch ein sehr wichtiges Thema ist, ist natürlich die Kommunikation. Ich bin ja vor, ja, mittlerweile könnte man sagen, fast 40 Jahren CB-Funker gewesen damals. Da gab es noch keine Handys. Heute ist das ja vergessene Technologie fast. Aber es kommt jetzt immer mehr und wir haben auch wieder Anlagen aufgebaut. Die sind ja sehr günstig, sodass man im Notfall ohne Internet, ohne Telefon und so weiter trotzdem weiter Kommunikation aufrechterhalten kann. Was ein sehr großes Thema ist, das ist dann die Integration von Notstromaggregaten, weil es natürlich so ist, viele haben ja schon ein Notstromaggregat oder haben sich eines gekauft. Es gibt ja ganz günstige Systeme um 200, 300 Euro auch schon in den Baumärkten und was weiß ich, bei Aldi und Hofer. Viele wissen aber nicht, wie man damit umgeht. Und es ist natürlich sehr gefährlich, wenn man dann glaubt, ja, man kann das einfach dann im Stromausfall mit dem Hausnetz irgendwie verbinden oder anstecken. Das ist wirklich, sagen wir mal so, nicht so einfach. Wir haben da einfache Lösungen gefunden, dass wir diese Aggregate einfach zum Nachladen vom Speichersystem integrieren, was nicht kompliziert ist, aber trotzdem muss man da gewisse Dinge beachten und dann wird der Speicher einfach permanent nachgepuffert. Sollte zum Beispiel die Photovoltaik im Winter zu wenig liefern oder einfach zugeschneit sein oder was auch immer und dann kommt es zu einem Blackout, dann habe ich trotzdem immer noch eine Alternative, wie ich dann meinen Strom rudimentär produziere, im Haus einbringe, speichern kann und meine wichtigsten Geräte laufen weiter. Ja, diese Schwerpunkte werden wir heute etwas besprechen, wobei die sinnvollste Alternative natürlich ist zum Laden, weil in diesem Speicher, was wir da bauen, wir sehen hier ein Musterexemplar, das besteht aus 1120 Industriezellen, genannt 18650er Zellen, ja, die man heute fast in jedem Haushalt hat. Jeder, der einen Akkuschrauber hat, einen Rasenroboter, E-Bikes benutzt oder Elektrozahnbürste oder Laptops, Tesla-Autos und so weiter, die haben alle diese 18650er Zellen. Das sind so kleine Industriezellen, die aber unglaubliche Speicherkapazität haben. Und die werden ja seit 30 Jahren tonnenweise produziert täglich, aber auch leider tonnenweise weggeschmissen jeden Tag, was dann letztendlich ein Sondermüll wäre. Wir haben aber Technologien entwickelt, wo wir einen großen Teil davon wieder retten können, sprich refreshen können. Und das fertige System sieht dann so aus. Ein sehr kompakter Serverschrank mit 14 Blöcken, 80 Zellen, ja, wie es da verbaut ist, mit Batteriemanagementsystem, Balancing-System, mit einer App dabei, mit allen Absicherungssystemen. Und das ganze Paket, das Kraftpaket, hat gerade mal die Ausmessungen oder die Abmessungen von 60 mal 60 und Tiefe 50, sodass man es auf jedem Schwerlastregal ohne Probleme platzieren kann, sprich 75 Kilo Gewicht, ist im Verhältnis für ein 12 Kilowattstunden System wirklich fast Rekord, ja, weil es gibt vergleichbare Systeme mit anderen Batterietechnologien, die dann 500, 600 Kilo haben mit dieser Speicherkapazität. Ja. Und dieses Kraftpaket, das kann man dann ja, in der Wohnung, im Haus, in der Firma, überall platzieren. Man kann es auch skalieren, wer mehr Speicherkapazität braucht. Man kann beliebig viele miteinander verbinden und dadurch einen gigantischen Speicher auch kreieren sozusagen. Und das Cradle to Cradle, das heißt, alles mit Dingen, die bereits eigentlich im Sondermüll waren. Ja.
wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, dieses System dann über ein Ladegerät, über die Steckdose aufzuladen, was vielleicht Sinn macht, wenn es würde zu Stromrationierungen kommen, wo nur stundenweise Strom da ist. Da kann ich diese Zeit mit dem Speicher überbrücken. Ich kann aber dann auch ein Notstromaggregat integrieren über dieses Ladegerät. Oder die sinnvollste Alternative wäre natürlich, dass man dann Photovoltaikmodule dahinter anhängt. Und da setzen wir besonders auf gebrauchte Zellen. Warum? Wir haben unzählige Tests gemacht und festgestellt in den letzten Jahren, dass gebrauchte Zellen keineswegs schlecht sein müssen. Ganz im Gegenteil. Wir haben bei intensiven Tests, die haben wir auch videodokumentiert, haben wir festgestellt, dass zum Beispiel ein 230 Watt Modul, was vielleicht nicht der neueste Stand der Technik ist, im April immer noch oder sogar im April 240 bis 250 Watt Peak bringen kann. Ja? Also mehr als auf dem Typenschild draufsteht. Und das hat uns natürlich sehr motiviert, dass wir gesagt haben bei diesen Tests, warum soll ich viel Geld ausgeben, wenn Module gebraucht im Sekundärmarkt gut verfügbar sind? Dann nehme ich gebrauchte Module. Und da reden wir von Modulkosten zwischen 50 und 60 Euro das Stück. Ja? Gebrauchterweise. Und wie kommt es zu gebrauchten Modulen? Ja, da gibt es erstens einmal die Variante, dass große Parks teilweise abfinanziert sind. Das heißt, sie haben ihr Geld bereits gemacht und kriegen dann oft ganz schlechte Einspeisevergütungen mehr nach Ablauf der Förderfrist. Und dann bauen die das einfach ab und verkaufen das quasi zum Kilopreis. Ja? Oder es gibt Anlagen, die erweitert, erneuert werden. Das heißt, ältere Module, die zum Beispiel, was weiß ich, 7, 8 Jahre alt sind oder 10 Jahre alt sind, die werden einfach durch stärkere, größere Module ersetzt. Es gibt heute Module, die haben bis zu 430 Watt Leistung, aber man muss auch dazu sagen, die sind erheblich größer. Ja? Also diese Module sind teilweise über 2 Meter lang und über 1 Meter breit, also die sind auch von der Fläche größer als diese gebrauchten Module, die wir verwenden. Die haben hier, wie man sie hier sehen kann, zwischen also 99 cm in der Breite und 165 cm in der Länge. Das sind Module, die so zwischen 230 und 250 Watt liefern, immer noch, obwohl sie gebraucht sind. Und die besorgen wir für unsere Vereinsmitglieder wirklich in großen Mengen, sodass wir wirklich tolle Preise haben. Und wer zum Beispiel auf die Optik einen großen Wert legt, der kann auch auf Glasmodule setzen. Das sind kleinere Module, die haben so 60 mal 120, ja, also 60 cm Breite mal 120. Und die kann man ganz schön auf Glas, also als Glasfassade verwenden und dann gleichzeitig Strom produzieren oder Elemente, die im Balkon oder in einem Zaun integriert sind und so weiter. Und sieht toll aus und produziert Energie. Und diese Module sind noch erheblich günstiger zu bekommen, gebrauchterweise am Markt. Muss man aber fairerweise sagen, die haben auch nicht so viel Leistung. Die sind etwas schwächer, sind aber dafür nur 7 mm dick. Also man kann sie wunderschön platzieren. Also wir haben viele davon auch im Betrieb zu Forschungszwecken und können dann sozusagen dieses schöne System kostenlos aufladen und dann einen wunderschönen Speicher dadurch kreieren, wie es hier zum Beispiel bei der Alpaka-Farm in der Steiermark bei uns, beim Josef Zörer, gemacht wurde. Der hat eine wunderschöne Photovoltaikanlage auch, hat jetzt auch diesen sehr schönen Speicher dort und kann seine Range damit wunderbar versorgen. Ein Durchschnittshaus kann man mit so einem einfachen System wirklich energietechnisch absolut optimieren. Das erforschen wir ja gerade. Das heißt, wir haben hier so ein Schema, wo wir zum Beispiel den Speicher als Herzstück nehmen. Also wir würden keine Photovoltaikanlagen empfehlen ohne Speicher. Das macht wenig Sinn. Das werde ich dann noch eingehen. Der Speicher ist das Herzstück und den Speicher kann ich dann eben aufladen über einen Laderegler. Da verwenden wir auch sehr günstige Systeme, die aber optimal funktionieren und trotzdem selbst sehr einfach konfigurierbar sind. Also wir sprechen hier von Kosten von so 260 Euro für einen Laderegler, der aber bis zu 12 Module verarbeiten kann. Ja, also
Also sprich 3000 Watt kann der verarbeiten. Das sind 12 Module, die ich bald irgendwo untergebracht habe. Und das reicht für ein Durchschnittshaus, das so ungefähr 4.500 Kilowattstunden im Jahr verbraucht, vollkommen aus. Es ist besser, einen größeren Speicher zu haben und eine kleinere Photovoltaikanlage, weil man sonst zu viele Überschüsse produziert, für die man wenig bis gar nichts bekommt. Ja. Mindestens brauche ich 3 Module. Mit 3 Modulen funktioniert das schon. Also wer wenig Platz hat oder kaum Platz hat, irgendwo auf der Wiese oder am Balkon, 3 gebrauchte Module hin und dann kann ich schon über den Laderegler kostenlos laden. Dauert zwar etwas länger dann. Und mit so einer Umschalteinheit, also das ist wirklich ein sehr günstiger Umschalter, der nur eine Quelle dann quasi wechselt. Also vom Photovoltaik kann ich umschalten auf Ladegerät beziehungsweise auf Notstromaggregat und kann über diesen Weg dann über den Laderegler sozusagen diese Anlage wieder aufladen. Und das ist einmal die Seite, wie die Energie da reinkommt. Ja? Wie kommt sie dann wieder raus? Am besten, wenn ich hier zum Beispiel eine sogenannte Gleichstrombox anhänge, die wir auch selbst auch entwickelt haben und erforschen. Wir haben auch mit intensiven Tests festgestellt, dass Gleichstrom ein natürlicher Strom ist. Das ist ja bekannt. Wir alle sind elektrische Wesen. In unserem Körper fließt Gleichstrom. In der Natur fließt Gleichstrom. Dieser Wechselstrom, der aus der Steckdose kommt, mit dieser Frequenz von 50 Hertz, ist unserer Meinung nach nicht natürlich und vielleicht auch nicht so gesund. Und deshalb setzen wir auf Gleichstrom. Und durch diese Gleichstrombox unterbrechen wir die Gleichstromquelle dann sozusagen nicht, weil die Photovoltaikmodule liefern Gleichstrom. Hier ist alles Gleichstrom. Die Batterien laufen selbstverständlich auf Gleichstrom. Und die meisten unserer Geräte laufen ja auch auf Gleichstrom, wie zum Beispiel das Handy, der Laptop, die Drucker, die Bildschirme. Ja? Also überall, wo ein Netzgerät dabei ist, wo man so ein Netzgerät ansteckt, das läuft eigentlich im Hintergrund auf Gleichstrom. Also alle Computer und was weiß ich, welche Geräte laufen auf Gleichstrom. Und da ist es eigentlich widersinnig, dass man mit einer Photovoltaikanlage über einen Wechselrichter zuerst Wechselstrom konvertiert. Ja? Da hat man Verluste von circa 20%, 15-20% bei so einer Konvertierung, weil man wechselt ja quasi von 48 Volt Gleichstrom auf 230 Volt Wechselstrom. Und dann steckt man hier zum Beispiel einen Laptop an und der macht mit dem Netzgerät aus Wechselstrom wieder Gleichstrom. Und da verliere ich wiederum 15-20%. Wir haben das intensiv gemessen, das haben wir auch Video dokumentiert. Zum Beispiel mit diesem MacBook, wo ich jetzt da dieses Zoom abhalte, wenn ich das auf der Steckdose lade, verbraucht das Gerät 58 Volt bei Volllast. Wenn ich aber das am Gleichstrom, auf der Gleichstrombox lade, im Gleichstromsystem bleibe, sind es lediglich 28 Watt. Also da ist ein Unterschied, der ist wirklich fulminant. Ja? Und dann kommt aber noch dazu, dass es zuvor nicht in Wechselstrom konvertiert werden musste. Also wir reden hier wirklich von Verlusten, die in die Größenordnung 30-40% oder mehr gehen, wenn man da dauernd hin und her wechselt. Und das versuchen wir komplett zu verhindern mit der Gleichstrombox. Da kann ich dann Lichtquellen, LED-Leuchten, die alle auf Gleichstrom laufen, direkt mit Schalter anhängen. Ich kann meinen Laptop laden, ich kann USB-Geräte anhängen. Ich kann da wirklich viel draufhängen und Gleichstromgeräte, Ventilatoren, die auch auf Gleichstrom laufen, damit betreiben. Und ich habe keine Wechselverluste. Ja. Aber natürlich der Bequemlichkeitshalber. Übrigens, wir bauen auch in der Nähe von Felden am Wörthersee in Kärnten ein Gleichstromhaus. Ja. Das ist auch ein Forschungsprojekt. Das ist ein Tiny House mit 55 Quadratmetern mit einem Mitglied von uns, das ausschließlich auf Gleichstrom betrieben werden wird. Das werden wir auch dokumentieren. Und das Ziel ist, dass wir hier keinen Wechselstrom mehr verwenden, keine externe Energiequelle, sondern nur mit schönen Glasmodulen arbeiten, mit einem Speicher arbeiten, mit der Gleichstrombox arbeiten und sozusagen im Gleichstrom bleiben. Man findet im Camper-Bereich sehr viel Gleichstromgerätschaften, die zwar etwas teurer sind, aber es gibt mittlerweile fast alles auf Gleichstrom auch. Ja, ja und wenn man aber bequemerweise im Haus dann doch den Wechselstrom benutzen möchte,
dann gibt es hier die Möglichkeit, einen günstigen Wechselrichter einzubauen. Der kostet, ich sage mal, so um die, also unter 400 Euro, also so um die 390 Euro in etwa. Der kann bis zu 3000 Watt dann liefern, Wechselstrom. Und der wiederum hat, das ist ein sehr günstiges Gerät, ist nur einphasig, das reicht aber für, ich sage mal, über 90% der Haushalte ohne weiteres aus, weil der hat Steckdosen drauf und da kann man dann direkt sozusagen an die Steckdose Geräte anstecken. Das kennt der Markus auch von seinem Campingfahrzeug, weil im Campingfahrzeug hat man auch seinen Wechselrichter und da hat man dann sozusagen seine Geräte auf 230 Volt. Das gibt es auch für Autos, ganz kleine Wechselrichter, die man am Steckdosen, am Zigarettenanzünder betreiben kann. Und das funktioniert ganz gleich, nur halt auf stärkerer Basis, also mit 3000 Watt. Und wer es dann ganz bequem haben möchte, der baut sich noch so einen automatischen Netzfreischalter ein in sein Haus. Der wird dann direkt nach dem Zähler installiert. Da haben wir auch Experten, die das oder Spezialisten, die das dann einbauen bei uns im Team. Und da wird einfach der Strom durchgeschleift. Also das heißt, im Normalfall ändert sich nichts. Der Strom fließt da durch. Und sollte der Strom ausfallen, aus irgendwelchen Gründen, schaltet dieser Schalter in weniger als einer Sekunde automatisch auf Akkubetrieb, sprich auf diesen Wechselrichter um, der dann hier dreiphasig gebrückt, vereinfacht dargestellt, dreiphasig dann das ganze Haus versorgt. Ich habe da ein Video gemacht auf unserem YouTube-Kanal, Plus4 Official Channel heißt der. Wir können dann in der Aufzeichnung vielleicht noch eine Verlinkung machen. Da sieht man dann, wie ich 8 Stunden lang im Stromausfall mich so gut wie gar nicht einschränken musste. Ich konnte genau über dieses Gerät dann sogar 2 Herdplatten zum Mittag betreiben, zum Kochen. Ich konnte sogar mein Elektroauto laden. Ich habe einen zweiten Speicher allerdings noch in der Garage. Ich konnte das Haus komplett versorgen. Also mit 3000 Watt ist man gut bedient. Das reicht für die meisten und dadurch kommt man mit sehr günstigen Komponenten über die Runden. Man kann natürlich da viel mehr anhängen. Also man könnte einen 10.000 Watt dreiphasigen Hybridwechselrichter da anhängen, aber da reden wir dann von Kosten von 4.000 bis 4.500 nur für dieses eine Gerät dann. Und die meisten brauchen das ja nicht. Und es kommt ja nur im Notstromfalle zur Geltung. Also das heißt, ich werde nicht sündhaft teure Geräte kaufen, die ich dann vielleicht 1% der Zeit, wenn überhaupt, benutze. Und natürlich, das ist diese Variante, wenn ich dann aber dann den Akku quasi voll habe, und das passiert auch bei einer relativ kleinen Anlage irgendwann, bei 3 kW Peak verbraucht mein Haus im Schnitt 500 Watt und 2,5 kW gehen dann immer noch in den Akku hinein zum Laden. Und dann ist es so, dass der Akku natürlich noch ein paar Stunden voll ist. Und dann würde natürlich der Laderegler die Photovoltaikanlage runterregeln und die Energie würde vergeudet werden. Und aus dem Grund empfehlen wir so einen sehr günstigen, einfachen, netzgebundenen Wechselrichter. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen mit 1000 Watt, mit 2000 Watt. Und so ein 2000 Watt Gerät ist wirklich sehr günstig. Da reden wir von ein paar hundert Euro. Und er würde dann den Überschuss abschöpfen und sozusagen ja, alles, was einen gewissen Schwellwert überschreitet von 70-80%, würde dann sozusagen ins interne Hausnetz dann hineingepumpt werden, abgedeckt werden. Der hat sogar eine Limiterfunktion drauf, damit wir den limitieren können, dass nichts nach außen geht, dass nur das abgedeckt wird, was eben intern im Haus verbraucht wird. Das heißt, unser Bestreben ist es ja nicht, ins Netz einzuspeisen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen den Haushalt möglichst weg vom Netz bringen, obwohl wir noch am Netz hängen im Notfall, aber ich brauche es nicht unbedingt. Also in den Sommermonaten, also sprich Sommer von März bis September, geht sich das sehr gut aus, dass man mit so einer relativ kleinen Anlage plus minus null gut durch über die Runden kommt und dann in den Wintermonaten, wenn die Sonne nicht so viel scheint oder wenn es schneit oder schlechtes Wetter ist, muss ich halt noch ein bisschen zukaufen. Damit kann ich eine Autarkiequote von durchaus fast 70% erreichen bei einem Durchschnittshaus. Ja. Und wer natürlich dann vielleicht elektrisch heizt mit einer Wärmepumpe oder mit irgendwelchen anderen oder elektrisch fährt, für den macht es vielleicht Sinn,
einen zweiten oder dritten Laderegler anzuhängen, damit man wiederum weitere Module anhängen kann. Ja? Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, weitere 12 Module zu installieren und mit einem dritten Laderegler, also ich habe bei mir zu Hause 7 Laderegler verbaut auf 2 Speichersysteme und ich kann natürlich dann auch einen hybriden Wechselrichter verwenden, der dann richtig Power hat, also bis zu 10.000 Watt liefern kann, dreiphasig. Und aber da sind wir dann bei ganz anderen Kosten, was für die meisten Haushalte nicht notwendig ist. Ja. Was auch sehr schön ist, man kann das Ganze automatisieren, nicht nur die Umschaltung automatisieren, dass der Strom automatisch umgeschalten wird auf den Akkubetrieb, sondern man kann auch mit einem sogenannten Drei-Phasen-Überwachungssystem und mit einem Schütz arbeiten, sodass wir starke Verbraucher automatisch deaktivieren, wenn zum Beispiel ein Stromausfall ist. Weil wenn ein Stromausfall ist, dann kann ich nicht mit einer starken Wärmepumpe da meinen Akku leer saugen. Das würde keinen Sinn machen. Da muss ich alternativ dann heizen, weil ich brauche ja eine Notstromsituation für die wichtigen Dinge. Und die Heizung frisst natürlich enorm viel Strom. Die wird zum Beispiel mit so einem einfachen System automatisch abgeschalten. Sobald der Strom wieder kommt, zack, schaltet das System automatisch wieder ein. Ja? Also so gesehen funktionieren diese Dinge vollkommen automatisch. Das ist wunderschön. Und man hat hier die Möglichkeit, wirklich flexibel dann zu arbeiten. Und wenn ich mir das dann anschaue, das war immer schon mein Ziel, damals schon vor 10 Jahren, wo ich eine Firma auch in dieser Richtung gegründet habe, war das dann so, dass mein Plan war, das Haus zu versorgen, den Überschuss ins Auto reinzugeben und natürlich im Speichersystem, im Hausspeicher zu speichern. Das war natürlich immer sehr, sehr teuer bis jetzt, aber wir haben hier wirklich ganz gute Möglichkeiten jetzt, wie wir das günstigst abbilden. Ich möchte dann auch noch zeigen, dass wir auch an Alternativen schon seit vielen Jahren forschen, was ich schon angesprochen habe, sprich Nikola Tesla, was ein besonderer Mensch war. Und ich kann heute nur eines sagen, wir stehen beim Übergang jetzt zu Technologien, von denen die meisten keine Vorstellung noch haben. Die Photovoltaik wird eine Übergangslösung bieten, aber das Ziel liegt ganz woanders. Das heißt, in Zukunft werden die Haushalte dezentral komplett autark sein. Sie werden sich selbst versorgen, sie werden ihre Energie nicht durch die Gegend transportieren mit tausenden Kilometern an Stromleitungen, wo man wieder Verluste produziert, die enorm sind, die wir alle bezahlen müssen. Wir werden uns unabhängig machen, das ist das Ziel, selbst speichern, die Energie selbst produzieren, das Elektroauto damit dann selbst auch betreiben, selbst aufladen. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man nicht mehr zur Tankstelle muss. Also ich war, ich glaube, seit 8 Jahren bei keiner Tankstelle mehr. Ja, jetzt habe ich etwas gelogen, weil ich habe hin und wieder mal was eingekauft. Da besuche ich doch noch gelegentlich eine Tankstelle, aber Gott sei Dank sehr selten. Aber es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man zu Hause an der Steckdose mit einer Minute ansteckt und die Sonne lädt das gratis auf. Ja, das ist wirklich toll. Und es gibt nicht nur Wissenschaftler wie Nikola Tesla, der auf diesen Wegen unterwegs war, sondern auch Dr. M.T. Keshe, der von vielen Leuten als, ja, wie soll man sagen, als Wahnsinniger oder also es gibt da jede Menge Blödsinn. Ich habe halt diese Dinge dann in tausenden Stunden nicht nur mir angeeignet, sondern dann ausprobiert mit dem Team, weil wir bilden uns erst eine Meinung, wenn wir selber sehen, funktioniert etwas oder funktioniert etwas nicht. Ja, und dabei sind wir sehr weit gekommen, kann ich nur sagen. Mehr möchte ich dazu heute auch hier nicht sagen. Mehr davon gibt es bei Workshops. Auf jeden Fall war es ein Erlebnis, ihn persönlich zu treffen in Rom. Und da in Dubai waren wir mit 15 Leuten aus Österreich dort. Und wir haben ganz viel geforscht auf diesem Gebiet. Und in meinem Keller hat es damals ausgeschaut wie in einer Hexenküche sozusagen. Und daraus sind mittlerweile viele, viele Jahre Workshops entstanden, die wir bei uns hier in Kärnten abhalten. Und es waren Menschen da von Holland bis Bosnien, also aus fast allen europäischen Ländern hatten wir bereits Menschen bei uns. Jetzt auch am Wochenende haben wir wieder ein Team da. Vorletztes Wochenende waren 12 Schweizer bei uns, also ein komplettes Team aus der Schweiz. Und wir haben unglaublich viel Spaß und tauschen uns da aus. Viele tolle Gespräche entstehen dadurch, Freundschaften, internationale Vernetzungen. Und wir bieten da mehrere Varianten von Workshops an.
Und zu dem komme ich aber noch, möchte aber vorher noch erzählen, wie es mit dem Strompreis jetzt aussieht und wie es da weitergehen könnte. Die Strompreisentwicklung bei mir zu Hause in Österreich habe ich seit 1996 dokumentiert. Ja? Und man kann hier eines deutlich sehen. Wir hatten 1996 in Österreich einen unglaublich günstigen Strompreis von 10 Cent pro Kilowattstunde. In Deutschland wird man sagen, das ist ja unglaublich, weil da liegt man mittlerweile bei 35 bis 40 Cent oder mehr. Und auch in Österreich ist das angestiegen bis zum Jahr 2014 auf 22 Cent. Das war ein Anstieg von 121% in 18 Jahren. Schöne Rendite, leider nicht für mich, weil ich habe das zahlen müssen an meinen Energieversorger. Aber das, was seither passiert, das ist exorbitant. Ja? Also alleine die letzten 12 Monate haben etwas Unglaubliches gezeigt. Wir hatten Börsenpreise bis noch vor 8 bis 12 Monaten von 3 Cent netto, ja, an der Börse, an der Strombörse. Ja. Und teilweise waren diese Preise sogar negativ. Das heißt, die Großabnehmer bekamen sogar Geld dafür, wenn sie Großverbraucher eingeschaltet haben, wie Pumpen oder Schwerindustrie und so weiter. Ja. Und seit einigen Monaten passiert wirklich Unglaubliches. Also es passiert, dass die Börsenpreise, ich habe mir das jetzt angeschaut, die letzten Monate, weil es mich interessiert hat, und vor allem deshalb, weil mich mein Energieversorger gekündigt hat im Dezember und ich dann im Jänner auf tagesaktuelle Durchschnittsbörsenpreise umgeswitcht wurde, ohne Alternative sozusagen. Und da habe ich dann die Strompreise, Tagespreise jetzt analysiert und ich hatte Tagespreise gesehen von 28 Cent bis 58 Cent tagesaktuell. Also wir sprechen oder wir sprachen von 3 Cent noch vor einem Jahr und jetzt von bis zu 58 Cent Börsenpreis. Wenn das jetzt weitergegeben wird, was teilweise schon passiert, ja, dann fällt es vielleicht noch nicht gleich auf, weil man ja monatlich die gleichen Raten weiter bezahlt. Aber einmal im Jahr, so ist es zumindest in Österreich, bekommt man dann eine Abrechnung, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da werden einige Augen machen, wenn sie dann eine Nachzahlung bekommen, die exorbitant sein kann, weil diese Durchschnittspreise dann weiterverrechnet werden. Ja? Und deshalb haben wir derzeit unglaublich viele Anfragen. Also wir kommen mit den Anfragen kaum mehr hinterher aus mehreren Ländern, wie wir die Haushalte hier günstig, ja, weitgehend umstellen können mit Speichertechnologie, mit alternativen Systemen wie zum Beispiel Photovoltaik. Ja. Und es ist ein Riesenthema. Also das wird sich noch verschärfen. Nicht nur, dass die Blackout-Gefahr droht, das ist komplett abdrehen, sondern dass eben die Preise bald unleistbar werden. Und wenn man diese Folie ansieht, hatte man bis vor noch wenigen Monaten in Deutschland ja überschüssige Strompreise, wo man dann sozusagen 220 Euro pro Megawattstunde bekommen hat, wenn man Großabnehmer war. Ja, diese Zeiten sind vorbei, die Börsenpreise sind vorbei und diese großen Anlagen werden teilweise jetzt rückgebaut. Und das Schlimme ist, dass nicht nur die Photovoltaik rückgebaut wird, sondern die Gaskraftwerke bekommen bald kein Gas mehr. Die kalorischen Kraftwerke sind abgeschaltet worden teilweise und natürlich, was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist, auch die Kernkraftwerke wurden bereits deaktiviert, beziehungsweise werden in Kürze deaktiviert. Wie gesagt, ich bin kein Freund davon, aber wenn man alles gleichzeitig abschaltet, dann bezweifle ich persönlich, dass das Netz stabil bleibt. Und da wir in Österreich und in Deutschland in einem Verbundnetz mit ganz Europa drinnen hängen und wenn die jetzt Probleme kriegen mit der Netzfrequenz, weil es instabil wird, dann wird es förmlich herbeigeführt, dieser Blackout. Ja, ohne jetzt da Angst und Bange zu verbreiten, aus meiner Sicht wundert es mich, dass es nicht schon längere Zeit schon passiert ist. Ja, es ist wirklich unglaublich, was da passiert. Und man hatte da in Deutschland bereits 2011 300.000 Haushalten den Strom gesperrt, weil sie es sich nicht leisten konnten, in Zeiten, wo die Strompreise aber noch wirklich verhältnismäßig günstig waren.
was jetzt auf uns zukommt, ja, das wird unglaublich sein. Also ich rechne da mit Zahlen, die sich veracht- bis zehnfachen werden. Und naja, was dann passieren wird, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, jeder, der kann, der sollte schauen, dass er wirklich aus meiner Sicht das beste Invest, was man derzeit machen kann, Lebensmittel, Kommunikation und natürlich dann Energie, dass man diese Dinge für sich persönlich ganz privat im Haushalt, in der Wohnung abdeckt. Ja? Weil alles andere weiß man nicht, was passiert. Und immerhin, die Sonne, das wissen viele, liefert ja jede Stunde mehr kostenlose Energie, als die Menschheit im gesamten Jahr verbraucht. Das heißt, es ist ja niemals ein Energiemangel da gewesen. Es ist gegebenenfalls ein Speichermangel vorhanden. Ja? Und den können wir ganz günstig lösen, indem wir selber uns gut aufstellen und dann noch dazu gebrauchte Photovoltaikmodule verwenden, die dann letztendlich dazu dienen, dass der Speicher kostenlos quasi versorgt wird und das Haus kostenlos versorgt wird. Und wir reden hier nicht von Großanlagen. Also aus unserer Sicht ist es nicht notwendig, bei einem Durchschnittshaus 10 Kilowatt Peak zu verbauen oder 5 Kilowatt Peak. Warum? Weil es dann so aussieht, dass der Großteil der Energie ins Netz abgeht. Und dafür kriegt man fast nichts. Ja? Man darf zwar in Österreich bis zu 800 Watt einspeisen, genehmigungsfrei. In Deutschland, soweit ich weiß, sind es 600 Watt. Das könnte ich über den Speicher schön verteilen, dass ich permanent etwas einspeise, aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, so viel wie möglich selbst zu verbrauchen, den Rest zu speichern. Oh ja, und gegebenenfalls, falls da noch was übrig bleibt, ja, dann kann es ja ein paar Watt ins Netz abgeben, auch wenn man nichts oder wenig dafür bekommt. Deshalb sagen wir, es reicht eine Mini-Anlage. Eine Mini-Anlage, sprich um die 3000 Watt Peak so herum. Das reicht, das sind 12 Module. Weil ein Durchschnittshaushalt in Österreich und in Deutschland verbraucht 4500 Kilowattstunden im Jahr. Das sind auf die Stunde runtergerechnet gerade mal 514 Watt pro Stunde. Und diese 514 Watt, die kann ich sehr, sehr einfach abdecken, indem ich eine 3 Kilowatt Peak Mini-Anlage installiere. Das sind dann 3000 Kilowattstunden im Jahr. Wenn ich die dann speichern kann, dann geht das tagsüber in den Speicher hinein, sodass ich dann in den Nachtstunden auch davon zehren kann. Und dieses rote Gap, dieser rote Fehlbetrag sozusagen, ergibt sich speziell im Winter, weil im Winter hat man ja natürlich dann die Situation, dass weniger Sonne ist und viele schlechte Wettertage, Regen, Schnee, alles Mögliche. Und da kommt man nicht umhin, derzeit noch so an die 30-32% hinzuzukaufen. Aber immerhin, in unseren Breitengraden eine Autarkiequote von 67% oder 68% ist sehr, sehr gut, weil bei normalen Photovoltaikanlagen ohne Speichersystem reden wir von 15-20% Autarkiequote, das ich selbst nutzen kann. Wobei Autarkie in dem Fall dann auch nicht ganz stimmt, weil wenn der Strom ausfällt, sitze ich trotzdem im Finstern. Ich bin da nicht autark. Das ist nicht der Fall. Ja. Das ist nur der Fall, wenn ich einen Speicher habe. Ja. Also wir treten da sozusagen massiv auf die Zählerbremse und das alles mit gebrauchten Zellen, die man am Markt zu Tonnen jeden Tag quasi wegwirft. Ja. In den Akkus von Laptops, von E-Bikes. Wir haben da tolle Kooperationen, zum Beispiel ein wunderschönes Unternehmen, das in Österreich, Deutschland eines der größten E-Bike-Systeme betreibt, ist Greenstorm in Tirol. Die verkaufen an Hotels bis zu 10.000 Elektrofahrräder im Jahr, vermieten die eigentlich. Und da haben sie einen wunderschönen Gebrauchtmarkt dann danach. Und die sind auch Forschungspartner. Wir bekommen zu Forschungszwecken dann die Altbatterien sozusagen, um die wieder aufzubereiten. Und dafür, für solche Kooperationen sind wir sehr dankbar. Wir suchen solche Kooperationen auch. Also wer in Deutschland, Österreich oder in anderen Ländern Handwerker hat oder E-Bike-Händler oder Laptop-IT-Firmen, große und so weiter, die viele Lithium-Ionen-Akkus haben, wir sind sehr dankbar für Kooperationen. Ja, da
machen wir gerne was und können mal auch ein persönliches Zoom machen. Das zum Beispiel ist Brainstorm in Tirol und die kommen jetzt auch zu unseren Workshops, damit sie auch selber ihre eigenen Batterien teilweise wieder in Betrieb nehmen können. Und das sind tolle Projekte, die man machen kann. Manchmal stellt sich auch die Frage, wie lange halten diese 18650er Zellen? Da gibt es eine einfache Antwort. Diese 18650er Zellen sind derzeit seit 30 Jahren industrieller Standard. Sie werden deshalb verwendet, weil es mitunter die sicherste Zelle am Markt ist und am kleinsten Raum die größte Speicherkapazität hat und beliebig skaliert werden kann, sodass man mit solchen Blöcken, die ein Tesla verbaut hat, hier 444 Zellen in einem Block und der ganze Boden ist davon voll mit solchen Blöcken, sodass man dann 9000 Zellen hat in einem Tesla. Und es gibt da einen Rekordhalter, das ist ein deutscher Tesla-Kollege in Berlin, der von Gemmingen, der postet immer wieder seinen Kilometerstand und der hat tatsächlich, das ist schon wieder alt, mittlerweile 6 Millionen Kilometer drauf auf diesen Akkus. Ja. Das ist absoluter Rekord. Das heißt, so langlebig wie diese Zellen, es gibt derzeit nichts Vergleichbares. Ja. Und deshalb setzen wir das sehr, sehr schön und gerne in Hausspeichern ein, in unseren Forschungsprojekten. Und wir gehen davon aus, dass wir viele Jahrzehnte damit eine große Freude haben an dieser Forschung und refreshen diese Speicher. Das sind unsere Testgeräte, wo hochfrequente Impulse dann sozusagen über die ReMF-Geräte da in die Zellen hineinkommen und dann die Zellen wiederbeleben. Ja, das funktioniert nicht nur bei diesen Zellen, sondern bei Autobatterien, bei Knopfzellen und sprich sogar bei Batterien, also nicht nur bei Akkus. Man kann eine Batterie, die eigentlich noch einmal gebraucht, weggeworfen wird, die kann man oft noch Monate verwenden oder Jahre sogar. Das erforschen wir auch gerade. Also wir haben oft solche Zellen 8 bis 10 Mal wieder aufgeladen und die haben wunderbar funktioniert, außer sie haben einen physischen Defekt, da muss man sie entsorgen. Die schwächeren Zellen, die muss man auch nicht wegwerfen, sondern die kann man dann für USB-Powerbänke verwenden, ja, die wir auch dann selbst im Forschungsbereich herstellen, dass man seine USB-Geräte damit aufladen kann. Oder in Taschenlampen kann man sie einsetzen und vielen anderen Geräten. Da reichen auch Zellen, die nicht mehr so stark sind, die vielleicht für einen Hausspeicher nicht mehr geeignet sind. Ja? Und das ist einfach schön, wenn man sozusagen fast alles wieder verarbeitet. Sogar die Zellhalter, wir sind gerade beim Erforschen, wie wir diese Kunststoffzellhalter selber drucken können mit 3D-Druckern, mit Maisstärke, sodass quasi auch das Halterungssystem komplett nachhaltig ist und auf der Wiese quasi wächst. Da sind wir auch gerade beim Testen. Also wir haben da viel, viel vor in der Zukunft. Und das hat auch in Österreich bereits für Schlagzeilen gesorgt. Also hier zum Beispiel in einer Zeitschrift Maschinenring, das ist die österreichische Vereinigung der Landwirtschaft und Bauern, wo wir auch eine Kooperation haben, die auch einen Speicher bekommen. Oder mehrere sogar, die einen wunderschönen Artikel auch verfasst haben. Dieser Artikel ist auch in unserem Download-Bereich dann zum Nachlesen. Ja? Und man hat hier zum Beispiel Wasserkraftwerke, so Mini-Kraftwerke in Österreich, über 3000 an der Zahl, die teilweise sehr, sehr wenig bekommen, für das, dass sie eigentlich 40 Haushalte versorgen können. Geht da Energie ins Netz, für die sie fast nichts bekommen. Wir reden da wirklich von Peanuts. Ja? Und wir sind da dabei, ein Forschungsprojekt aufzustellen, dass wir sozusagen die Energie von A nach B transportieren können. Also ein Mobile Power Grid sozusagen. Das heißt, wir können als Forschungsbereich sozusagen auch natürlich das Ganze mobil machen, also in einem Transporter, in einem Container, den man von A nach B bewegen kann. Mobile Power Grid wird sich das dann nennen, sodass wir auch die Energie von A nach B zu Forschungszwecken transportieren können, wo sie gebraucht wird, und zwar mit einem wirklich großen, also mega, mega Speicher. Also da reden wir von ca. 290 Kilowattstunden. Damit könnte man einen Haushalt fast ein Jahr lang dann
versorgen. Ja? Und das sind eben Dinge, die wir auch angehen möchten mit unseren Mitgliedern. Da sind wir gerade dabei, auch Kooperationen zu schließen und so. Und ich möchte zum Abschluss jetzt noch darauf eingehen, dass wir Workshops anbieten und auch aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Holland, aus Bosnien, also aus vielen Ländern sind die Leute zu uns gekommen, weil das wirklich einzigartig ist. Und wir haben jetzt am Wochenende wieder einen Workshop, der ist leider schon ausgebucht. Wir haben bis Juni Workshops, die auch schon fast ausgebucht sind. Also da werden zum Beispiel diese Re-EMF-Geräte dann gebaut, damit man selbst auch so ein Gerät zu Hause hat, wo man dann refreshen kann und kaum mehr Batterien kaufen muss, seine Autobatterien und alles Mögliche. Und auch in diesem Netzwerk teilnehmen kann, dass man sozusagen das auch anbietet für unsere Vereinsmitglieder. Ja? Weil wir wachsen ständig und wir brauchen immer mehr Leute, die halt da hier auch mit dabei sind. Und deshalb haben wir auch einen Photovoltaik-Spezial-Workshop ins Leben gerufen, weil wir die Module so günstig bekommen, haben wir unglaublich viele Anfragen bekommen. Wie ist es mit der Installation? Wer kann uns helfen und so weiter? Also unsere Intention ist es jetzt nicht, Anlagen zu errichten, Photovoltaikanlagen, weil wir wollen uns auf den Speicher konzentrieren. Aber wir unterstützen natürlich. Wir helfen, wir machen Ausbildungen, wir machen Workshops, wir zeigen, wie ihr das selber machen könnt. Und wir haben auch Vereinsmitglieder, die euch dabei behilflich sein können mit ihrem Know-how, die auch schon große Anlagen aufgebaut haben. Ja, auch da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Ja? Und dann gibt es noch den Hausspeicher-Workshop, 11. Juni, da ist, glaube ich, noch der eine oder andere Platz frei, wo wir dann wirklich zeigen, wie man zum Beispiel einen Hausspeicher konzipiert, wie man das aufbaut, was die ersten Schritte sind. Es sind nur an die 200 Stunden Arbeit drinnen. Wir bieten für unsere Vereinsmitglieder Forschungsbausätze an. Das heißt, man kann in einem Bausatz alles finden, was notwendig ist für einen kompletten Hausspeicher, wo 1120 Zellen dann drinnen sind, das Batteriemanagementsystem und jedes Kabel und das Gehäuse und der Serverschrank, alles inklusive. Und wer sich dann das antun möchte und das lernen möchte, der kann es bei einem Workshop lernen und dann selbstverständlich dann dieses Know-how nicht nur bei sich selbst einsetzen und einen Speicher für sich selbst bauen, sondern anderen dann auch helfen, anderen dann behilflich sein und das Ganze duplizieren. Wir wollen viele Forschungsanlagen aufbauen in mehreren Ländern, um dann langjährige Daten zu sammeln, wie sich das dann mit den gebrauchten Akkus dann verhält. Ja. Und natürlich gibt es auch noch einen weiteren Refreshing-Workshop, also wo wir dieses Re-EMF-Gerät dann gemeinsam bauen. Und der findet dann, der nächste, weil der ist jetzt ausgebucht, am 25. und 26. Juni statt. Ihr findet das auf unserer Homepage. Ihr könnt euch da einbuchen in einen Workshop unter www.plasmatechinstitut.com. Wir haben da auch die Kooperation mit Gradido gemacht und wir haben bei jedem Workshop auch die Möglichkeit, auch Leute mit Graditos da dabei zu haben. Näheres kann euch unsere Petra Kaltner, die auch auf beiden Seiten im Team mit dabei ist, dann zeigen und sagen. Und also diese Kooperation ist wirklich wunderbar, sind auch tolle Leute schon da gewesen. Und wer mehr wissen möchte, der geht einfach auf unsere Telegram-Infogruppe. Das ist ein offener Kanal. Mit diesem QR-Code kommt sie da direkt rein. Den können Sie auch gerne weiterteilen und weiterschicken, weil die Fragen immer wieder da sind. Da ist schon ein größeres Team dahinter, die euch Fragen beantworten können. Und da könnt ihr ein bisschen mitschauen jeden Tag. Ihr könnt gerne Leute einladen, aber bitte den Leuten immer sagen, dass wir hier wirklich themenspezifisch bleiben. Also alles rund um die Energie, Speicher, Photovoltaik und so weiter. Also dass es sich hier wirklich um diese Themen betrifft. Die Verlockung ist natürlich immer groß, andere Dinge reinzuposten, aber wird von unseren Admins sofort gelöscht, beziehungsweise darauf hingewiesen, dass wir diese Gruppe wirklich nur für diese Dinge freihalten wollen, sonst wird es unübersichtlich. Es gibt tausend andere Möglichkeiten. Also das könnt ihr gerne weiterleiten. Ihr könnt euch Anfragen auch an welcome@plasmatechinstitut.com reinschicken. Ihr könnt unseren YouTube-Kanal abonnieren, also Plus4Official.
Feel the Evolution. Und da gibt es eine eigene Kategorie, Hausspeik, also Batterietechnologie, wo ganz viele Videos drauf sind. Es ist zwar nur ein kleiner Kanal, aber trotzdem haben wir letztes Jahr über 40.000 Stunden drauf gehabt, weil speziell die Notstrom-Aggregat-Integrationen und wie man sowas macht und so weiter. Wir haben da vieles getestet, was funktioniert, was nicht funktioniert, wo man aufpassen muss. Und das wird extrem, extrem gut nachgefragt. Ja, ja, das sind von meiner Seite so die Schwerpunkte für den heutigen Tag. Es gäbe da noch ganz viel zu erzählen, weil wir haben ja viele Themen. Aber vielleicht möchte ich noch die eine und die andere Frage dann beantworten und darf da noch einmal den Markus bitten, falls er noch da ist, ja, ist eh da, dass er noch einmal reinkommt und ja, vielleicht noch die eine und die andere Frage gemeinsam jetzt mit uns da beantwortet. Lieber Markus, bist du im Hintergrund, aha, er kommt da gerade rein, sehe ich da gerade. Markus hat das Wartezimmer. Ja, ah ja, die Petra ist auch da. Petra, magst du kurz was sagen jetzt, weil du warst ja ganz am Anfang nicht dabei, glaube ich, ja. Die Petra unterstützt uns ja intensiv in allen Belangen, auch in der Außenkommunikation. Petra, komm mal kurz rein. Ja, grüß euch. Ich habe einen Zufall gehabt, der etwas länger gedauert hat mit den Tagen der Zukunft. Der Markus hat mir gerade geschrieben, dass sie ihn immer rausschmeißt, weil er schlechtes Internet hat. Ja, also ich bin ja von vielen eh schon, weiß nicht, wer jetzt hier alles ist. Ich bin ja schon seit Jahren bei Gradido dabei und arbeite da mit Markus als Botschafterin schon seit Jahren zusammen. Wir sind ja gemeinsam in der Pro Gradido Dach, also Gruppe so zwischen Österreich, Deutschland und Schweiz, wo wir schon lange überlegen, wie wir Gradido mehr in die Welt bringen. Und ich habe diese Kooperation mit Harald und mit Plasmatec ins Leben gerufen. Also falls ihr irgendwie spezielle Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Und gibt es da noch extra die Gruppe Kooperation, Gradido, Plasmatec, wo dann eben mehr so auf diese Fragen eingegangen wird und die weniger techniklastig ist, sage ich mal so. Genau. Ja, genau. So, ich habe mich jetzt über Smartphone doch noch einwählen können. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Im Chat sind schon ein paar Fragen. Also erstmal danke, lieber Harald, für die, ja, auch wenn man es zum zweiten, dritten oder vierten Mal hört, es ist immer wieder interessant, dir zu lauschen. Und vor allem, es ist manches einfach sehr gut ausgearbeitet. Und zwar gerade die Schnittstelle zwischen einer Solaranlage zur Hausanlage. Ich glaube, da schwitzen auch noch die meisten Elektriker, wenn sie sich nicht explizit damit auseinandergesetzt haben. Das war eigentlich auch ein Ding, was ich sehr interessant finde, weil ihr da selber auch was hergestellt habt. Das finde ich sehr gut. Ich gucke jetzt mal noch kurz auf die Fragen, die hier im Chat gestellt worden sind. Und zwar, was passiert, wenn einzelne 18650er Zellen den Dienst einstellen? Wie kann man das rausfinden? Also sowieso testet ihr ja alle, aber das kannst du vielleicht nochmal sagen, ihr testet alle und du hast ja mir auch schon mal gesagt, dass ungefähr 80% wieder verwendbar sind, aber kommt es vor, wenn du die eingebaut hast in so einen großen Hausspeicher, wenn mal eine einzelne kaputt geht, welche Folge hätte das dann? Ja, gute Frage. Wir verwenden ja 1120 Zellen zu 80 Blöcken drinnen im Speicher, also 14 Blöcke. Und die sind natürlich dann diese Blöcke alle, also jeder Block hat 80 Zellen, der ist quasi parallel geschalten, maximal 4,2 Volt ein Block, ja, wenn er voll ist. Und diese Zelle hat ja eine interne Sicherung. Ja. Mhm. Und sollte die Zelle aus irgendwelchen Gründen, obwohl sie mehrfach getestet wurde, ja, das kann man natürlich nicht ausschließen, ja, irgendein Problem entwickeln, dann hat sie einen Stahlmantel, das heißt, sie kann nach hinten nirgendwo ausdiffundieren sozusagen, nur nach vorne beim Pluspol, ja. Und nach vorne hat sie eine sogenannte CID-Sicherung, ja, Current Interrupt Device. Das heißt, wenn die Zelle sich erhitzt oder irgendwas passiert, wird der Pluspol physikalisch getrennt. Das ist auch der Grund,
warum Tesla diese Zellen 9000 Stück im Auto verbaut. Ja? Mhm. Und weil die sicherste Zelle der Welt ist, ja, keine anderen Zellen haben interne Sicherungen. Zum Beispiel die gefährlichsten Zellen sind diese Handy-Flachzellen oder wie man jetzt die neuesten Flachzellen in die Laptops, die blähen sich dann auf, die haben keine Sicherung. Ja? Mhm. Und die können wirklich, also da muss man aufpassen. Aber diese Zelle, das Schlimmste, was passiert, ist, dass die interne Sicherung funktioniert. Und was wir machen, das ist auch ein sehr großer Zeitaufwand da drinnen, wir machen zusätzlich noch auf jede einzelne Zelle eine 5 Ampere Glassicherung drauf. Die wird angelötet, ja, 1120 Mal. Das ist ein Riesenaufwand, ja. Aber das hat auch Tesla genauso. Tesla macht das auch so. Das heißt, bei Tesla, ich habe auch Tesla-Blöcke wieder zum Laufen gebracht mit unserem Refreshing-System. Und wir haben auch solche Tesla-Blöcke gesehen. Da sind dann 444 Zellen drinnen in einem so einem Kilowattstunden-Block. Und da sind halt einmal dann 3, 4, 5, 6 Zellen, die sind, da ist die Sicherung durchgebrannt. Ja? Die sind physikalisch getrennt, hat aber auf das Gesamtkonzept kaum eine Auswirkung, weil wenn ich bei einem Tesla 9000 Zellen habe und da sind vielleicht einmal 20 Zellen kaputt, ich würde das im Normalfall gar nicht merken, die werden auch nicht ausgetauscht, das ist technisch gar nicht möglich. Bei uns ist es so, dass wir 1120 Zellen haben und wenn da einmal bei einem Block 2, 3 Zellen kaputt wären, ja, hatten wir noch nicht gesehen, weil wir die Zellen ja mit sehr sanften Strömen belasten. Also gegen einen Tesla, bei einem Tesla, wenn du da 800 PS Beschleunigung auf die Straße bringst, was da für Kräfte sich entwickeln, welche Ströme da fließen, oder bei einem V3 Supercharger in Deutschland, die mit 300.000 Watt diese Zellen laden, da sprechen wir ja hier von Anwendungen, wir decken da gerade einmal 500 Watt Grundversorgung ab, das was ein Haus verbraucht, und im extremen Notstromfalle, wo alles dann draufhängt, da ist es mit 3.000 Watt limitiert, das heißt, man ist hier mit der Zelle derartig entspannt, sodass diese Zellen eigentlich ein Leben lang sehr entspannt arbeiten sollten. Ja, aber das wird ja eben erforscht. Und wenn mal eine Zelle dann deaktiviert wird, dann ist sie eben weg, stört das gesamte System nicht. Und wir haben ja ein Batteriemanagementsystem verbaut, das jeden einzelnen Block einzeln überwacht, ja, sodass zum Beispiel, wenn jetzt, nehmen wir an, 20 Zellen in einem 80er Block würden defekt sein, ja, dann würde das Batteriemanagementsystem das erkennen, dass da natürlich eine Voltdifferenz entsteht beim Laden und beim Entladen mehr als 0,4 Volt, dann würde das sofort den Minuspol deaktivieren. Und wir müssten dann schauen, aufgrund der Fehlerquelle, okay, Block Nummer 4 hat einen Fehler, 2 Schrauben öffnen, rausziehen, gegebenenfalls den Block tauschen. Man muss nie das ganze System tauschen, sondern man kann jeden einzelnen Block tauschen. Das ist so aufgestellt, sodass jedes Vereinsmitglied sich untereinander austauschen kann, weil alle Blöcke gleich gefertigt werden. Ja? Also es scheint ja dann sehr viel eine größere Sicherheit zu haben als diese 18650er Teile sonst, wie sie zum Beispiel im Fahrradakku verbaut sind. Besteht da dann noch das Risiko eines Brandes? Weil das wird ja sehr heiß diskutiert bei Autos, dass die wirklich da in Brand setzen. In diesen Systemen, in Hausspeichersystemen, sind die quasi gegenüber Brand nahezu sicher. Also es ist so, grundsätzlich jede Zelle kann brennen. Ja, da hast du vollkommen recht. Man sieht oft Videos von E-Bike-Akkus und wenn man einen E-Bike-Akku analysiert, ich habe jetzt gerade keinen bei der Hand, sonst könnte ich ihn zeigen, da sind 40 Zellen komplett verschweißt ohne Sicherung. Ja, also die sind komplett mit Laserschweißgeräten verschweißt worden. Das heißt, die einzelne Zelle hat nicht die Möglichkeit, über eine externe Sicherung getrennt zu werden, sondern nur über die interne Sicherung. Ja? Mhm. Und wir sehen das so, wir machen das wie Tesla, ja? Dass wir eben extern nicht das Verschweißen komplett, sondern eine externe Sicherung auch noch anbringen, damit, falls die interne ausfällt, was ja möglich ist, kann ja mal ausfallen, dass die externe dann durchbrennt. Es kann über diese Glassicherung nicht mehr als 5 Ampere drüber fließen und im Falle eines Defektes würde sich die Zelle erhitzen und sofort diese 5 Ampere Sicherung auslösen und sie ist deaktiviert. Und abgesehen davon haben wir noch weitere Sicherheitssysteme. Also wir haben in diesem Speichersystem
Menschenmögliches verbaut, was derzeit an Sicherheitsstandards möglich ist. Und ich sage mal, wer da Bedenken hat, weil generell Batterien sind natürlich ein Thema, aber die gefährlichen Zellen sind nicht diese, sondern, weil die hat man ja überall drinnen, in die Akkuschrauber ja, und überall. Ja. Die gefährlichen Zellen sind wirklich diese Flachzellen und andere Zellen, die teilweise unbedenklich verwendet werden, weil die keine Sicherheitssysteme verbaut haben. Ja? Mhm. Das kann natürlich zu einem Problem dann werden. Ja? Mhm. Jetzt wird gefragt, da kann man vielleicht dann auch noch den Link einstellen zur Plasmatech Forschungsinstitut. Also A, mit welchen Kosten muss man beim Bau des Refresh-Gerätes rechnen? Das habe ich so im Kopf, dass man ja, wenn man diesen, man kann es nur mit dem Workshop machen, der glaube ich 899 Euro kostet und dann kriegt man nach diesem Wochenend-Workshop auch zwei Geräte mit. Ist das so richtig? Vollkommen richtig. Der Preis für den Workshop, Zwei-Tages-Workshop, ist 859 Euro. Ja. Mhm, ist ja auch buchbar auf unserer Webseite plasmatechinstitut.com. Kann man gerne die Adresse reinschreiben. Mhm. Und in diesem Workshop ist ein Essen auch enthalten. Es ist das ReMF-Gerät enthalten, das man dann mit nach Hause nimmt. Die ganze Hardware ist dabei. Man bekommt dann auch eine USB-Powerbank dann mit 10 Zellen, eine sehr starke, die man dann auch selber schon bestückt mit diesen Zellen, die man geerntet hat. Man bekommt ein so kleines Photovoltaikmodul mit, so ein tragbares, das man dann auf der Alm zum Beispiel zum Powerbank aufladen verwenden kann. Also ein rundum Autarkie-Paket sozusagen im Kleinen. Ja. Das ist bei diesem Workshop dann enthalten. Ja, genau. Mhm. Und dann wird noch gefragt, wo kann ich denn das Hausspeichersystem kaufen oder kann man es nur selbst bauen? Das sieht man auf der Homepage, aber das kannst du jetzt auch geschwind beantworten, wie es mit den Hausspeichersystemen hat. Und vor allem ganz wichtig, das habe ich ja von dir erst erfahren, wie viele Stunden dieser Selbstbau da in Anspruch nimmt dafür. Das ist jetzt nicht so an einem Nachmittag gemacht. Nein, das ist nicht am Nachmittag gemacht. Ja. Grundsätzlich verkaufen wir keine Speichersysteme, sondern wir machen Forschungsprojekte. Man kann sich bei uns als Forschungsteilnehmer bewerben sozusagen, ja, im Zuge auch eines Workshops oder einfach per E-Mail und sagen, okay, wie kann man das machen, damit man versteht, wie das funktioniert. Also wir werden durch Förderbeiträge sozusagen erhalten, das heißt, wir finanzieren das Ganze durch Förderbeiträge und dadurch hat man dann die Möglichkeit, auch Forschungsprojekt Teilnehmer zu werden die genauen Konditionen dazu, also die Bausätze sind im Verhältnis extrem günstig, weil man kann zum Beispiel einen Speicher, der mit 12 Kilowattstunden bewertet ist, wenn man das kaufen würde, zahlt man gleich einmal 12.000, 15.000 Euro. Ja, und da sind wir ganz, ganz bei anderen Dimensionen. Also und vor allem, wenn man die Arbeit selber macht, also wenn man diese 200 Stunden selber macht, da hat man natürlich die Möglichkeit, sehr, sehr viel Geld zu sparen. Aber viel Arbeit ist natürlich das Testen und so weiter, was ja auch die Maschinen dann machen, das Refreshing-Gerät. Aber man muss halt ständig das einlegen und rausnehmen und prüfen und so weiter. Und da gehen schon Stunden drauf. Ja. Okay, dann war noch eine Frage. Das Ausgangsmaterial von den Altbatterien ist schlussendlich auch nicht ökologisch. Gibt es bereits Forschung, eure Speicher als anderen Materialien, als die, sage ich jetzt mal, gewöhnlichen Batterien herzustellen? Aber da kann man gleich den Hinweis machen, natürlich sind die Grundmineralien, die man da braucht, wie die gewonnen werden, da müsste man wirklich schleunigst was machen, weil das oft in Drittweltländern ist, zu wirklich sehr unmenschlichen Situationen, dann wären halt die Preise anders. Aber gerade deshalb ist es ja auch wichtig, dass man die noch viel, viel länger nutzen kann. Aber eben die Frage war, habt ihr schon Forschung oder wisst ihr von Forschung, dass man mit anderen Materialien Batterien herstellen kann? Also es gibt ja viele Wege, wie man speichern kann, aber grundsätzlich wollen wir nicht zum Batteriehersteller mutieren. Das ist nicht unsere Ambition, sondern unsere Ambition ist es, Cradle to Cradle zu handeln. Also das, was schon da ist, so wie du es richtig gesagt hast, Markus,
weiter, viele Jahrzehnte weiter zu verwenden, weil es ja schon produziert wurde. Es wurde schon diese Energie aufgewandt und es ist immer wieder erschreckend. Das sehen dann unsere Workshop-Teilnehmer, dass fast nagelneue Batteriesysteme im Sondermüll landen, nur weil vielleicht die kleine Steuerelektronik einen Fehler hat. Die zählen aber alle gut sind und das landet alles im Sondermüll. Das ist absoluter Wahnsinn. Also wir hatten sogar, die Petra kann das bestätigen, hunderte Akkus aus Laptops, die waren original verpackt mit Siegel drauf, die waren noch nie im Betrieb, die waren bereits im Sondermüll. Ja? Und das sind Dinge, das kann man sich nicht vorstellen, was da passiert. Ja? Und das ist unser Ziel, dass wir diese bereits bestehenden Dinge optimieren, refreshen, weiterverwenden, bis die Technologie soweit ist, und das ist unser klares Ziel, dass wir eines Tages weder eine Photovoltaikanlage brauchen, noch einen Speicher und trotzdem in Energiefülle leben können, ohne dass wir die Umwelt zerstören. Das ist unser Ziel, Markus, aber mehr kann ich und möchte ich jetzt nicht sagen. Ja, du lächelst schon so dabei, da kann man erahnen, dass du in diesem Ziel schon auch viel Zeit und Energie reingehängt hast und dass da schon einiges am Werden ist. Also ich glaube, da können wir uns alle dann wirklich sehr drauf freuen. Ich habe jetzt selber noch eine Frage eingestellt, Harald, und zwar, wie verhält sich es mit dem Thema Elektromagnetosmog oder sogenannte Elektrosmog, das ist eine inkorrekte Bezeichnung, eben mit den Solarpanels und mit Gleichstrom. Ich möchte hier noch, und zwar gegenüber dem 50 Hertz Wechselstrom, ich möchte hier einfügen, dass ich bin ja Arzt, aber ich habe erst vor 3 Wochen davon erfahren, dass es Herzkrankheiten erst gibt, seit wir Strom nutzen. Und das liegt sicherlich an den 50 Hertz Wechselstrom. Das ist bestens untersucht. Wie ist es da, weil manche Menschen da sehr empfindlich sind mit den Solarpanels, die haben ja Gleichstrom. Und wie ist es, wenn das Haus, was ihr da plant, mit Gleichstrom läuft? Wie siehst du das? Das ist eine sehr wichtige und gute Frage. Und ich bin dieser Frage sehr tief auf den Grund gegangen, wo diese 50 Hertz Frequenz herkommt und warum das gerade 50 Hertz sind, ja, die in unseren Stromnetzen verbaut oder rauskommt. Ja. Mhm. Und wir haben auch Videos gemacht und Messungen gemacht. Das kann jeder selber machen. Es gibt ja diese Leitungssuchgeräte, die diese Frequenz orten, die in den Stromleitungen ist. Ja. Und wenn man dann sein Handy angesteckt hat, man telefoniert angesteckterweise, piepst der ganze Körper. Der ganze Körper übernimmt diese Frequenz. Und da behaupte ich als Nicht-Arzt, dass das nicht gesund ist und nicht natürlich ist, für unseren Körper eine Schwingung von 50 Hertz aufzunehmen. Ja. Ja. Und wenn man das Ganze aber dann über eine Powerbank anschließt, also das Handy direkt an den Akkuzellen anschließt und dann telefoniert, da hat man keine Schwingung drauf, keine Frequenz drauf, gar nichts. Gell? Und das kann man auch messen. Ja. Und deshalb habe ich ja eingangs gesagt, wir wollen in Zukunft die Häuser auf Gleichstrom umstellen. Ja. In meinem Büro konnte ich 15 Netzgeräte substituieren, ja, weil jeder Drucker, jeder Bildschirm und die ganzen Geräte, die da herumstehen bei mir, die hatten ein Netzgerät. Ich habe da einfach eine zweipolige 6-Quadrat-Leitung von meinem Speicher in meinem Büro nachgezogen. Und habe da jetzt alles auf Gleichstrom umgestellt. Also mein Büro ist komplett elektrosmogfrei. Ja? Und das ist ein wichtiger Punkt, nicht nur aus Energiespargründen, weil die Senkung der Grundlast ist mir hier im Büro um 200 Watt pro Stunde gelungen. 200 Watt mal 24 Stunden mal 365 Tage ist ein erheblicher Betrag, den man zahlen muss, der sonst in Wärme aufgeht. Und aus gesundheitlichen Gründen auf Gleichstrom umzustellen, ist eine wirklich sehr gute Idee. Und da man dann die Kette nicht unterbricht, Photovoltaik ist Gleichstrom, ich habe dann im Akku Gleichstrom und ich habe dann zum Beispiel in der Gleichstrombox den Gleichstrom, den meine Geräte direkt konsumieren, da habe ich keinen Elektrosmog. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber wenn ich natürlich einen Wechselrichter verwende, aus Bequemlichkeitsgründen, wie ich das angesprochen habe, damit ich eben im ganzen Netz auch aus der Steckdose meine 230 Volt bekomme. Natürlich, da wird dann wieder zurückkonvertiert auf Wechselstrom und da habe ich wieder diese Frequenz. Gell? Aber wir versuchen halt, das
durch Beratung und durch Installationen zu vermeiden, ja, wenn es geht. Mhm. Mhm. Jetzt ist hier noch eine Frage, die habe ich jetzt gerade noch gesehen. Ich lese mal so vor, wie sie dasteht. Habe ich das richtig verstanden, dass auf dem YouTube-Channel man das nachvollziehen kann, wie man das Notstromaggregat einbindet? Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese automatische Umschaltung, die ihr da quasi kreiert habt. Ja, dass man die eigentlich nicht selber einbauen soll, sondern da, glaube ich, sollte man schon einen zertifizierten Elektriker dazu nehmen. Also ich traue mir auch viel zu mit Strom. Ich habe auch schon Leitungen so weiter verlegt, aber an den Sicherungskasten gehe ich dann, glaube ich, besser doch nicht dran. Aber kannst du das nochmal sagen? Was kann man auf YouTube sehen und wo sind dann die Grenzen dessen, was man selber machen kann oder soll? Ja, also was das Haus betrifft, den Speicher Photovoltaik, da ist man ja im Gleichstrombereich. Der Speicher ist unter 60 Volt. Das heißt, das kann man alles auf sicherer Basis, solange man plus minus nicht verbindet, ja, das lernt man ja bei uns, kann man auf ganz sicherer Basis selbst problemlos machen. Ja. Das Einzige, was man nicht machen sollte, so wie du das richtig gesagt hast, direkt nach dem Zähler, da wird dann diese automatische Umschaltbox integriert. Ja. Das soll ein zertifizierter Elektrotechniker machen, der sich auskennt, weil da besteht Lebensgefahr, wenn ich da einen Fehler mache und da eingreife ins Netz. Das würde ich auf keinen Fall machen. Und da haben wir auch unsere Spezialisten, die das dann machen können. Das ist kein großer Aufwand. Die sind in der Regel in ein paar Stunden damit fertig, wenn sie das installiert haben. Die Box, das kann man vorfertigen, wenn man vorher weiß, was man da braucht. Da ist der Umschalter drin, da sind die Schütze drin und die Sicherungen. Und das ist kein Problem. Und man muss es ja nicht machen. Man kann ja auch beim Wechselrichter, wie beim Auto, direkt an der Steckdose anstecken. Ist halt nicht so bequem, ist wie wenn das automatisch umgeschalten wird und dann das ganze Haus versorgt wird. Und sonst habe ich halt nur eine Steckdose, wo ich mit Kabelrolle arbeiten muss. Und auf unserem YouTube-Channel findet man Videos, wie wir dann dieses Notstromaggregat integrieren in das System, weil, wie gesagt, wir gehen da über ein Ladegerät, über den Laderegler zum Speicherladen vor. Egal, ob das jetzt ein Mini-Aggregat gibt um 300 Euro, was vielleicht 1000 Watt liefert, zum Speicherladen reicht es allemal. Es braucht halt etwas länger. Oder ich habe auch ein Video online gestellt, wo ich ein sehr starkes, relativ teures, also das kostet über 2000 Euro, Aggregat angeschlossen habe, das dann 5 kW Leistung liefert, wo ich dann den Akku natürlich erheblich schneller laden kann. Der Vorteil ist, dass man dann vielleicht noch 3-4 Stunden dieses stinkende Aggregat und lärmende Aggregat wieder abstellen kann und ich laufe dann wieder ruhig am Speicher und es braucht nicht rund um die Uhr rattern, ja, im Notstromfall, ja. Und das haben wir alles dokumentiert auch, das kann man dort sehen, wie wir das gemacht haben. Deshalb sind wir froh über jeden einzelnen Abonnenten, der unseren YouTube-Channel hier auch weiter verbreitet. Ja. Also dieses Konzept, dass man das Notstromaggregat nur verwendet, um eben die Akkus zu leiten, kann ich auch bestätigen von einem mit mir befreundeten Elektrotechnikprofessor, der inzwischen über 70 ist, aber ich glaube 20 oder 30 Jahre eigene Erfahrung hat mit einer 200 Watt Solaranlage, also autark schon. Und wenn man da sieht, was der da für Batteriehaufen hat und die funktionieren noch zum Teil nach 20 Jahren, das ist schon erstaunlich. Also genau das ist nämlich der Punkt, weil wenn du einen Notstromaggregat hast, dann müsstest du, wenn du ausschließlich den hast, den quasi ständig laufen lassen, weil in dem Moment, wo du ihn ausmachst, dann hast du auch keinen Strom mehr auf der Anlage. Aber wenn du eben den nur so lang laufen lässt, um deine Akkus nachzuladen, dann hast du eben eine viel kürzere Zeit und somit ja auch viel mehr Zeit oder kannst du diese Energie von Diesel oder von Benzin, was ja auch teuer ist und knapp werden könnte, dann viel effektiver nutzen. Ja, genau, das ist der Riesenvorteil. Selbst ein absolut günstiges Notstromaggregat, wir hatten da eines mit 200 Euro, ein neues gekauft, das hatte nur, ich glaube, so 700, 800 Watt Leistung. Aber wenn ich zum Beispiel 700 Watt nachbuffere in den Akku und das Durchschnittshaus verbraucht aber nur 500 Watt im Schnitt, natürlich sind da die Spitzen drinnen, die kommen eh vom Akku, aber es kommen ständig 200 Watt mehr rein in den Akku, als ich rausnehme.
Das heißt, der Akku wird trotzdem geladen und ich kann dann irgendwann das Ding wieder abschalten, auch wenn ich nur ein super, super günstiges Notstromaggregat um 200 Euro habe. Okay, jetzt gebe ich mal noch die Frage weiter an die Runde. Also das, was jetzt im Chat drin war, glaube ich, dass wir das sozusagen auch abgearbeitet haben. Wer jetzt noch eine Frage stellen möchte, der macht sich einfach jetzt, schaltet die Stummschaltung aus und kann jetzt noch an den Harald eine Frage stellen. Gerne. Kann sich jeder aktivieren jetzt, der noch möchte? So wie es ausschaut. Ich habe eine kurze Frage. Harald, du wirst doch bei dem Modellcamp auch einen Tag oder zwei mit dabei sein. Zumindest habe ich gehört, dass da diese Planungen bestehen. Das finde ich super. Was würdest du da machen oder erzählen, so ähnlich wie heute? Oder hättest du da andere Schwerpunkte oder Ideen? Ja, es gäbe ja natürlich viel zu erzählen. Und also wir haben mit Markus vereinbart, ich reise ja einen Tag an und einen Tag ist Abreise und ich nehme mir einen ganzen Tag dann Zeit, mache gerne für Interessierte in dieser Art einen Vortrag, aber man kann das dann noch erweitern, indem man dann Dinge bespricht, die man halt sonst öffentlich so nicht sagen kann. Und wir haben ja auch andere Themen, die durchaus interessant sind. Ich würde das einfach auf mich zukommen lassen. Ich würde ein bisschen aus dem Nähkästchen dann erzählen, was wir so erforscht haben in den letzten Jahren, vielen Jahren sogar, was herzeigen auch. Und dann natürlich alles abklären, was halt die Leute interessiert. Und ich glaube, das persönliche Zusammensein ist natürlich was anderes, als wenn ein Bildschirm dazwischen ist. Ich dachte ja zuerst, dass das bei uns in Österreich ist. Da gibt es ja auch einen Ort, der ähnlich heißt. Bis ich dann draufgekommen bin, dass ich 900 Kilometer fahren muss, mache ich aber gerne, ist überhaupt kein Problem und freue mich auch schon drauf. Und ich habe da diesen Donnerstag bei euch reserviert, wo ich dann den ganzen Tag bei euch bin, also Mittwoch anreise und Freitag geplant habe, wieder zurückzureisen. Ja, ja danke, Harald, dass du, genau, vom ganzen Team, dass du trotzdem kommst, auch wenn es viel, viel weiter ist. Das zeigt schon eben einfach auch, wie wichtig dir das ist, das da zu verbreiten. Und es wird sicherlich so sein, dass es da einige weitere Themen dann auch noch geben wird, die man da dann erweitern kann. Also langweilig ist es da im Grunde genommen nicht. So, gibt's noch weitere Fragen? Sind alle so in Stumm? Dann können wir jetzt wahrscheinlich so langsam mal zum Abschluss kommen. Also du bereitest ja sozusagen die Aufnahme, so wie wir es jetzt gemacht haben, dann noch vor, stellst sie auf YouTube ein. Wir werden dann eben auch in den Kanälen, wo wir das bisher auch verbreitet haben, dann auch den YouTube-Link von dem heutigen Abend, dann kann man sich das Ganze nochmal nachhören. Das, glaube ich, kann man nicht oft genug hören. Oder immer wieder mal hören, aber auch weiterleiten. Also ich habe bestimmt von 5 guten Freunden, die ich eingeladen hatte, schon das Feedback bekommen, wird es aufgezeichnet, ich kann heute Abend nicht. Das ist ja das Schöne in der heutigen Zeit, dass man über weite Entfernungen hin erstens mal so gemeinsam so einen Abend verbringen kann, das dann vertiefen oder auch wiederholen kann. Und ich glaube, es gibt auch auf eurer Homepage eine ganze Menge, also auch auf dem YouTube-Kanal eine ganze Menge an Infos, die sich lohnen, noch anzuschauen, sodass man dann sich da richtig einarbeiten kann. Woran wir auch arbeiten, ist, dass zum Beispiel unsere Workshop-Teilnehmer, die dann sagen, okay, sie möchten das Projekt selber angehen, weil sie einfach nicht nur aus Kostengründen, sondern einfach, weil sie komplett alles verstehen möchten, was uns der Recht ist, wie das aufgebaut wird. Und da haben wir mittlerweile jeden Schritt professionell gefilmt und auch jetzt haben wir wieder ein Filmteam dabei beim Workshop, gell, wo wir sozusagen diese Sequenzen aufzeichnen und für jene dann bereitstellen, die dann unsere Workshops besucht haben, damit sie dann auch jeden Schritt noch einmal in Ruhe mehrfach anschauen können. Und wie ist das gegangen und wie das funktioniert und so weiter, sodass man wirklich das dann wirklich selber machen kann. Und aber trotzdem weiß, wenn ich irgendwo nicht drüber mich sehe, dann habe ich ein Team im Hintergrund, die können dann aushelfen oder fertig machen oder was auch immer. Also
Also wir haben da mittlerweile ein wunderschönes Team im Hintergrund laufen. Ja. Ja. Und es gibt ja auch eine Telegram-Gruppe, wo alle die schon beim Workshop waren, sich austauschen können und wo du dann sozusagen auch immer noch beiseite stehst. Ich wollte noch eins ergänzen. Unsere Idee war ja, dass du im Anschluss an unser Camp sozusagen einen der Workshops anbietest. Aber da war ich noch etwas blauäugig, weil ich dachte, naja, das bringt der Harald schon alles mit in seinem Tesla. Aber der Aufwand, den man da machen muss, um so einen Workshop zu machen, auch mit der Manpower, der ist doch sehr, sehr groß. Also von daher wird es eben vorerst nur in Wolfsberg in Österreich gehen. Ist eine schöne Reise wert. Und da kann man dann auch in der Nähe bei der Petra Kaltner unterkommen. Ist auch so mal zum Ausspannen eine sehr schöne Gegend, um da zu sein. Also es ist nichts, was man so im Koffer mitschleppt und dann geschwind so einen Workshop macht. Ja, es gibt ja diesen Tesla-Truck. Da würde man es vielleicht alles reinbringen, ja, diesen großen Truck. Wenn der mal kommt, dann könnte man so ein mobiles Workshop-Tour-Mobil dann vielleicht einmal andenken. Ja. Aber es entstehen bereits Gruppen in Salzburg bei uns und auch in der Schweiz. Ja. Interlaken, Schönörtlitz, also in der Gegend sind tolle Leute bei uns gewesen, schon mehrfach. Ich war auch schon da, die jetzt das Ziel haben, selber solche Workshops dann zu organisieren. Ist ein bisschen Aufwand, man braucht auch Werkzeuge und Gerätschaften dazu, aber das kann man machen. Das ist, also wir supportieren das, wenn es Leute gibt, die daran Interesse haben, sehr gerne. Es kommen jetzt auch Leute aus Berlin zu uns, es waren auch von der Universität Berlin schon mehrfach Leute bei uns auch, gell? Und da ist auch ein Bestreben schon da, sowas dann zu installieren. Ja, aber wie gesagt, da braucht es Menschen, mindestens 3 bis 4 Teammitglieder, die wirklich dann wissen, was sie tun, die bereit sind, auch diese Zeit und alles zu investieren. Und die bilden wir auch gerne aus und geben das Know-how weiter, wie man sowas aufbauen kann. Ja, ja. Ja. Damit hast du jetzt gerade die Frage, die ich sonst gestellt hätte, wie viel braucht es denn dann? Also 3 bis 4 wirklich interessierte, engagierte Menschen, die in einer Region wohnen. Das ist halt in Deutschland dann mit der Größe, die wir in Deutschland haben, gleich ein bisschen schwieriger. Schweiz und Österreich sind ja doch vergleichsweise so überschaubar, dass man das da eher zusammenbringt. Also außer Berlin ist momentan aber für Deutschland noch nichts konkret geplant. Das heißt, da wäre Südwestdeutschland, würde sich dann eher an die Schweiz orientieren. Ist das in Basel oder wo genau wird die Schweizer Gruppe sein? Also ein Hotspot entsteht gerade im Schönörtli. Das ist bei Interlaken, also am schönen Thunersee. Ja. Aha, ja. Und ein zweiter Kollege, das ist der Tom, der ist am Vierwaldstätter See, ganz in der Nähe. Ja, da war ich auch beim Vortrag. Ja. Und da um die Leute herum entsteht wirklich schon ein schönes Team. Da waren jetzt wirklich tolle Leute bei uns und die bauen auch schon fleißig an ihren Speichern. Und also da kann man sich natürlich dann auch anhängen. Ja. Also wie gesagt, so wie du richtig sagst, man braucht dazu als konstante also Teammitglieder, die wirklich bereit sind zum Lernen und auch Zeit und aufwenden. 3 bis 4 Leute brauchst du für so einen Workshop. Und wir machen das maximal mit 12 Teilnehmern, weil sonst wird das unüberschaubar. Und das geht super. Über Jahre haben wir da schon tolle Erfahrungen mit dieser Teilnehmerzahl. Ja. Jetzt haben wir noch 2 Wortmeldungen. Gebe ich erstmal an den Charles. Charles, darfst du jetzt deine Frage stellen gerne? Ja, die Frage war erstens schon beantwortet, wie viele Teilnehmer sind in einem Workshop? Mit 12 ist das, passend, denke ich mal. Man müsste ja die auch betreuen, das finde ich eigentlich schon ziemlich viel. Aber wenn man mindestens 3, 4 Leute hat, geht das bestimmt auch. Die nächste das Frage geht. War, wie viele Mitglieder bzw. Forschungsteilnehmer, also das hört sich ja so an, als dass das dann die Leute sind, die schon mal an dem Workshop teilgenommen haben und dann auch wirklich Interesse haben, das weiter zu verfolgen. Wie viele Leute sind denn im Team? Also, danke für die Frage. Unser Kernteam besteht so aus circa 10 Leuten, die halt ständig bei uns hier in unserem Forschungsinstitut sich abwechseln und so ist quasi jeden Tag Betrieb. Und es wird ständig erweitert, weil das Team wächst langsam, aber stetig. Das ist das Kernteam. Aber wir haben mittlerweile dezentral viele hunderte Geräte schon im Feld, auch in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich verteilt, sodass wir auf Dezentralität setzen. Also wir haben nicht vor, jetzt ein Riesenzentrum
zu machen, wo wir dann alles da auf einem Ort machen, sondern wenn wir jetzt viele Speichersysteme und Forschungsprojekte abbilden möchten, dann wird das eher dezentral passieren. Das heißt, ich bekomme jetzt am Freitag wieder über 4 Tonnen Akkus. Das sind an die 30.000 Zellen, die dann verarbeitet werden. Und das muss dann nicht an einem Ort geschehen. Also da nehmen sich die Leute dann die Zellen dann mit und arbeiten dann. Das ist ja ein Prozess. Und der kann dann, wenn man weiß, wie es geht, ja überall stattfinden. Ja, ja genau. Das war schon gut, dass, weil das kann sich ja verteilen. Die Frage, noch eine dazu. Sind die Teilnehmer dann auch untereinander vernetzt? Dann weiß man, wer wo ist, wenn man dann mal drin ist in dem Team. Und dann kann sich ja vielleicht außer Berlin vielleicht noch irgendwo anders eine Zelle bilden. Natürlich. Also wir haben mehrere Gruppen, wie es auch bei Gradito der Fall ist. Also wir haben diese offene Infogruppe, da kann jeder Interessierte jeden einladen. Dann haben wir eine spezielle Gruppe für Photovoltaik-Interessierte, wo es rein ums Thema Photovoltaik-Installationen und so weiter geht, wo auch sich rund um den Workshop sich da dreht, damit das nicht vermischt wird, weil sonst wird das zu umfangreich. Dann haben wir eine Re-EMF-Gruppe. Das sind eben jene Leute, die eben auch diese Refreshing-Systeme bauen oder gebaut haben und daran arbeiten und so weiter. Also wir haben da Untergruppierungen, das ist aber dann verbunden mit den Workshops. Also wir wollen da nur Leute dann dabei haben, die auch am Workshop waren, damit sie wissen, wovon sie reden. Und die sind natürlich untereinander auch gerne vernetzt. Und wenn sich da mehrere Leute finden, also aus Deutschland hatten wir schon viele Leute da. Ja. Und wenn diese Gruppen drinnen sich herumdummelt, der kann sich diese Leute dann zusammensuchen, obwohl in Deutschland natürlich die Distanzen viel größer sind wie bei uns. Aber das ist halt Aufbauarbeit. Jetzt hat die Petra noch eine Frage. Ja, danke, Charles. Petra, du hattest ich wollte eher so einen Impuls geben, weil das Gradito Sommercamp soll ja eigentlich so ein Erfahrungsraum sein. Der Hauptschwerpunkt ist ja, wie leben wir in einer Wirtschaft mit einer Dankeswährung? Aber es geht ja auch darum, das also wirklich zu so weit zu spielen, dass man es lebt sozusagen. Und jetzt ist mir einfach die Idee gekommen, weil ja doch vermehrt immer wieder Interesse aus Deutschland bekundet wird. Wie könnten wir uns da einklinken mit Plasmatec, dass man da, wenn du einen Tag Zeit hast, Harald auch so. Also ich habe gerade so ein Bild, wie so ein ganz Rollenspiel machen. Wir wollen das jetzt starten in Deutschland. Wie könnte man das angehen? Und dass man das einfach so ein bisschen durchspielt. Wie könnte das ausschauen? Auf was für Schwierigkeiten wird man stoßen? Das ist einfach so ein Impuls von mir, was ihr vielleicht machen könnt jetzt im Sommer. Okay, ja, danke. Willkommen, Petra. Ja, genau. Jetzt hat der Klaus noch aus der Ortenau-Gegend eine Frage. Klaus, möchtest du ihn selber stellen? Ich habe das Mikrofon nicht angeschaltet. Also die Frage ist, wenn man wirklich hier bei uns in der Gruppe machen wollte, welches Equipment braucht man da? Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich schon mit der Petra drüber gesprochen und ich glaube, wenn sie mal Zeit hat, wird sie das nächste Projekt angehen. Wir haben ja über Jahre viel Werkzeuge und Infrastruktur angeschafft und wir werden einmal eine Liste jetzt erstellen, ja, Petra, dass du mit unseren Kollegen das einmal durchgehst, was braucht man wirklich für einen Workshop, um sinnvoll zu arbeiten, weil man braucht ja das Werkzeug dann mehrfach, weil wir sagen zwar immer, bringt das und das mit, aber die meisten haben das dann nicht. Extra kaufen muss man es dann auch nicht, sondern wir stellen das dann bereit. Und da braucht man eben eine Grundausstattung. Das ist jetzt nicht jetzt, was weiß ich wie, kompliziert oder so. Man braucht ein bisschen Platz, man braucht Materialien, die man dann immer vor Ort haben sollte und natürlich auch Werkzeuge und ja, das wird ein Projekt sein. Ich komme da leider nicht dazu, aber die Petra, wenn sie mal Zeit hat, dass sie mal eine Liste erstellt, auch mit Links, wo man das bekommt und was Sinn macht, wenn jemand das wirklich dann machen möchte, dass er da einfach sich da einrichten kann. Ja. Klaus, wenn du die Frage stellst, würdest du dich so schon ein bisschen, also ist das ein Thema, was für dich interessant ist, dich in so einen Teamaufbau einzubringen?
Auf jeden Fall. Also ist heute Abend erst geboren worden, der Gedanke, aber wir haben ein Ortenau-Netzwerk, eine Gruppe, wo Selbsthilfegruppe, und da sind einige Aktive drinnen und Rührige drinnen, und wir haben für falls es einen Stromausfall gibt, dass man haben wir eine Funkgruppe gebildet, die sich dann quasi verständigen kann, falls das Netz komplett zusammenbrechen tut, und einfach so, wir tun Äcker anmieten und einfach so eine Selbsthilfegruppe. Und da könnte ich mir vorstellen, da sind einige drin, die da Interesse hätten und da mitmachen würden. Das hört sich sehr gut an. Also vor allem, das ist ja wirklich ein Zeitzeichen der heutigen Zeit, diese Vernetzung. Und zwar nicht nur online, sondern wirklich auch, dass man das vor Ort macht. Ja, prima. Also das könnte jetzt schon wirklich in diese Richtung gehen. Also es würde mich sehr freuen, wenn Sie dann in Deutschland auch noch was tun. Sind wir, glaube ich, über 300 Mitglieder jetzt schon auch. Ja, das ist ja gut. Und da sind sicherlich einige dabei, die so ein bisschen mit Strom und Basteln und so weiter. Genau. Und das macht in der Gruppe einfach auch viel mehr Spaß. Ich meine, Harald, du bist ja auch vielen Einzelkämpfer, aber ich glaube eben gerade auch, weil du jetzt immer mehr Leute um dich drumherum hast, macht es eben einfach auch mehr Spaß, das dann gemeinsam zu machen und zu erforschen. Absolut, ja. Also das ist eine großartige Geschichte, wenn das wächst, und die Dankbarkeit der Leute nach jedem Workshop ist unsere große Bereicherung, die wir da mitnehmen. Und also es ist wirklich, ich kann nur jedem empfehlen, wenn er in die Richtung geht, wenn ihn das interessiert, man kann alles lernen, man fängt bei Null an, also man braucht wirklich keine Vorkenntnisse. Wir haben bei uns im Team, auch so wie du, Ärzte, die an den Workshops mitarbeiten, an den Speichern. Wir haben Handwerker, wir haben Piloten. Also es ist wirklich alles bei uns dabei. Man muss da keine Angst haben, weil man alles lernen kann, wenn man das möchte. Ja. Jeder hat ja seine anderen Qualitäten und Intuitionen, aber es ist schon sehr ausgeprägt, dass man autark sein möchte, Kosten sparen möchte, selber Hand anlegen möchte, selber wissen, wo man etwas reparieren kann und so weiter. Mhm. Und das sind eben Dinge, die wir sehr, sehr gerne weitergeben, auch öffentlich. Also wir machen ganz viele Videos, die stellen wir dann online, das kann sich jeder anschauen auch, unsere Erfahrungen. Aber es gibt natürlich Dinge, die wir nicht öffentlich zeigen, ist auch klar. Mhm. Du hast jetzt einen Punkt angesprochen, und das ist jetzt sozusagen vielleicht auch ein guter Abschluss und schließt sozusagen der Kreis zu unserem Camp, nämlich die Dankbarkeit, dass die Dankbarkeit sozusagen etwas ganz Wesentliches ist. Und wir wollen eben einfach auch mit dieser Dankwährung, ist es eigentlich was ganz, ganz Altes, nämlich die Dankbarkeit, die erzeugt eine große Fülle, eine große Energie. Wenn wir wieder da sozusagen zurückkommen zu der Dankbarkeit, dann können wir uns ganz toll unterstützen, und dann passt das eben auch mit der Energie auf ganz anderen Platz. Ich von meiner Seite aus bedanke mich für dich, bedanke mich auch für alle Teilnehmer hin und Zuhörer, die hier dabei waren. Jeder ist eine Bereicherung dazu, und lasst uns das eben weiter hier in die Welt und ins Feld bringen. Also danke, Harald, danke auch allen anderen. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Markus. War mir wieder eine große Ehre, einmal so gemeinsam ein bisschen Zeit zu verbringen. Hoffe, dass du mich bald wieder besuchen kommst. Vielleicht noch vor dem Workshop, aber du bist ja auch dauernd auf Achse. Ja. Und aber ich freue mich auch schon auf das Camp. Das habe ich mir fest eingeplant. Und und ich freue mich auch über jeden Einzelnen, der sich bei uns meldet. Ich bin etwas schwer zu erreichen, der Markus weiß das, weil ich kriege am Tag wirklich 1000 Fragen, und die Petra unterstützt mich mittlerweile intensiv bei der Beantwortung. Der Tag hat nur 24 Stunden, also ich bin nebenbei noch Unternehmer, aber auch nur mehr nebenbei, und es ist wirklich unglaublich, wie groß das Interesse ist. Dafür bin ich auch sehr dankbar, und ich glaube, diese alternativen Zahlungssysteme, das ist ja auch ein Riesenteil, der in Zukunft ganz große Bedeutung wird, gebraucht wird, weil einfach das System anders ausschauen wird in jeder Hinsicht. Und auf diese Zeit, da freue ich mich schon sehr. Und, herzlichen Dank und einen schönen Abend hier aus Kärnten. Ja. Ja, danke. Also, Servus, tschüss miteinander. Ciao. Tschüss, schönen Abend.